Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 152, lieber Defner. Und die K-Frage ist entschieden. Die K-Frage, genau. Muss man ganz genau sein. Weil die K-Frage, die wird erst zur Bundestagswahl entschieden. Da hast du recht. Aber zumindest die Kanzlerkandidatinnen- oder Datenfrage ist beschlossen. Und wir haben auch eine Frage beschlossen, nämlich wie wir unsere Hoodies verlosen. Und das machen wir ganz zum das Schluss. Das machen wir zum Schluss. Vorher kommen die wichtigen Fragen, die wir diskutieren. Also, Laschet wird's. Ja, der Söder hat eingelenkt. Ja, das kann nicht so seine Art ist. Also erstmal kein Franke als Kanzler. Ja. So viel steht fest. Und wie geht's dir damit? Ich kann damit leben. Laschet. Nein, also ob der Laschet da wirklich es groß reißt und ich weiß nicht, ob die Union gut beraten ist, ihn genommen zu haben, aber wenn man einen Franken haben kann, ja, und einen, der in Umfragen führt, aber das hat die Union nun mal so entschieden, also fraglich, ja. Aber an den Märkten zumindest, der Laschet kommt ja gut an, da heißt es Kontinuität, ein Mann der Mitte, der nicht so die Leute spaltet. Naja, aber ich meine, wie Söder angeblich gesagt hat, die Frage ist ja, ob er Kanzler wird, ja. Das ist ja, damit sind die Chancen der Union, Kanzler zu werden und die Regierung zu stellen, natürlich gesunken, würde ich jetzt einfach vom heutigen Zeitpunkt und Standpunkt mal sagen. Das sagen die Umfragen ganz klar. Und auf der anderen Seite sieht man ja bei den Grünen, wie man es auch machen kann, überhaupt so eine Kanzlerkandidatur. Ich meine, die haben halt einfach alles richtig gemacht. Smooth. Eine geräuschlose Kandidatenkür, da gab es keinen Machtkampf vorher und dann eine super Präsentation und alles frisch, alles gut, alles schön und inhaltlich tolle Rede, die Annalena Baerbock da gestern gehalten hat. Die waren vorbereitet, sind auf den Punkt gekommen und danach gleich ein Rieseninterview bei ProSieben, der neue Politsender. Ja, also das, so kann man es auch machen. Ja. Und die Union dagegen, also. Zwei Männer, die sich irgendwie bis zum Schluss nicht einig werden und dann so ein, ja okay, soll die CDU es machen, sagt der eine, der andere dann so. Technische Probleme bei der Konferenz, wo sie beschlossen haben. Gut, dann hören wir jetzt halt auf. Ja. Es könnte keine größere Differenz zwischen diesen beiden Kanzlerkandidaten Küren geben, KKK. Und insofern, ja. Und da muss man sagen, da wird es natürlich extrem spannend dann bei der Bundestagswahl, wenn jetzt die Union da noch ein bisschen federn lassen sollte, dann sind sehr viele Optionen offen. Also vor allem Schwarz-Grün, die Ampel und halt eben auch Rot-Rot-Grün. Und das, ich habe heute Mittag auch mit Robert Halver gesprochen, so nach dem Motto, die Börse kann mit fast jeder Konstellation leben, nur nicht mit Rot-Rot-Grün. Mhm. Also das wäre halt dann wirklich die rote Karte, meinte Robert Halver, aus Sicht der Börse und aus Sicht der Wirtschaft sicherlich auch. Also da wäre dann wirtschaftlich doch einiges im Argen in Deutschland. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was ich wählen soll, muss ich gestehen. Für mich ist es nicht einfacher geworden dadurch. Man muss taktisch wählen, auf jeden Fall. Ja, aber naja, auf jeden Fall war ein Thema, was zu Rot-Rot-Grün gut passt. Der Mietendeckel ist ja gekippt worden. Und wir haben uns überlegt, wie dieses ganze Mietthema Immobilien, da haben wir auch relativ viele Zuschriften bekommen. Also viele haben mir geschrieben, auch bei unseren Mails haben geschrieben, wärst da doch etwas euphorisch oder optimistisch, was sich der normale Mensch leisten könne und du solltest mal aufhören mit diesem überheblichen, naja, jeder kann sich doch mal eben 100.000 mal eben borgen. Jetzt mal zu dieser Beispielrechnung vom letzten Mal, das war irgendwie so ein Beispiel aus dem Bauch raus, hier spontan eingebracht von dir und dann habe ich bloß mal zu bedenken gegeben, dass natürlich ein Faktor, ich habe nicht gesagt, dass sich jeder ein Haus für 700.000 Euro leisten kann und leisten muss, ist nämlich auch die Frage, muss jeder ein Haus haben? Man kann auch kleinere Wohnungen kaufen, also es gibt viele, viele Möglichkeiten und dennoch bleibe ich dabei, dass man insgesamt gesellschaftlich und vom Staat her auch eher Eigentum fördern sollte und Eigentum auch eine Chance ist und alle Generationen vor uns, die Wohneigentum, die selber gebaut haben, sich was gekauft haben, die wissen auch,
dass man das nicht einfach so aus der Portokasse bezahlt, sondern das hat auch mit Verzicht zu tun, dass man dann einfach jahrelang auch andere Dinge verzichtet. Und und ein Auto kostet im Monat im Schnitt, wenn man alles hochrechnet, 500 bis 600 Euro locker mit allen Kosten. Ja. Und wenn ich dann gesagt habe, okay, die reine Zinsbelastung liegt bei ungefähr 600 Euro, sicherlich auch ein bisschen schön gerechnet, weil wenn man 100% finanziert, aber das war wirklich eine Rechnung aus dem Bauch heraus, das war jetzt nicht, was wir vorbereitet haben, wird sicher ein bisschen teurer und mit Nebenkosten und allem drum und dran, aber trotzdem, es ist in diesem Bereich, ja. Es ist aber gut. Ich stelle dir jetzt mal vor, was Flo geschrieben hat. Guten Morgen, ich muss mal wieder was loswerden, die Immobiliendiskussion tut mir jedes Mal weh, mit welcher herablassender Art hier vor allem von Defner diskutiert wird, eine 1% Finanzierung bei 100% Belastung gibt es nicht. Der durchschnittliche Nettoverdienst liegt bei 1.700 Euro bzw. 3.300 brutto. Mit so einem Einkommen bekommt man nicht mal einen Kredit für 250.000. Hinzu kommt, dass in der Corona-Krise die meisten Banken nur 80% finanzieren. Habe das Thema selber durchgemacht. Bei 700.000 K braucht man die Familie dazu und 70.000 Eigenkapital, sondern sogar 210.000 braucht er. Und das ist für den Otto-Normalverbraucher einfach nicht zu stemmen. Und zum Thema Spitzensteuersatz schrieb er auch noch was. Aber du siehst, egal wie oft der Defner seine Milchmädchenrechnung durchrechnet, ich würde hier etwas mehr Bodenständigkeit mir wünschen. So, bumm. Und das kann ich dir auch gleich nochmal vorlesen von Balint aus Karlsruhe. Das Problem, eine Immobilie zu kaufen, ist für viele Familien natürlich das Eigenkapital. Genau. Und das mit 100% kriegt man das halt nicht durch. Und die bräuchten halt 100.000 Euro und die haben sie nicht auf dem Konto. Deswegen ist die Argumentation von dir, lieber Dietmar, zwar korrekt, aber hilft vielen Familien nicht weiter. Wie Holger sagt, es ist einfach nicht möglich oder super schwierig für junge Familien, das eigene Zuhause zu kaufen. Deshalb glaube ich, das Thema ist für viele sehr bitter. So. Deswegen diskutieren wir da heute nochmal drüber, was man da machen könnte. Nämlich, wir wollen ja mal überlegen, ob da was ginge und wie man möglicherweise auch ohne so eine ruppige Art des Mietendeckels bzw. der rückwärtsgewandten Mietreduzierung vielleicht trotzdem ist zu machen, dass es bezahlbar. So viel einleiten, das Weitere dann später bei uns im Thema zu diesem großen Komplex. Ja, du hast übrigens noch 10 Euro bekommen. Thema. Dir hat jemand 10 Euro in Bitcoin geschickt. Kann bitte jemand dem Non-Coiner von den beiden 10 Euro in Kann Bitcoin? Kann ich nicht annehmen. Paper-Wallet im Anhang. Interessenskonflikt. Dir hat jemand einen Paper-Wallet im Anhang geschickt, einfach ausdrucken und in seinen Geldbeutel stecken. Dann muss er nicht mehr so ein Non-Coiner sein. Geschenkte Coins sind die besten Coins. So. Vielen Dank. Ich habe schon Tesla-Aktien, aber habe ich ja schon quasi ein Bitcoin-Risiko im Depot. Ja. Also, und prompt schmiert natürlich dann die Tesla-Aktie auch ab, wenn der Bitcoin abschmiert. Ja, große Erfolgsstory wieder am Wochenende, der Bitcoin. Mal eben 15% verloren, 10.000 Dollar abgerauscht. Das Gold, der Wertspeicher der digitalen Zeit. Wow, toller Wertspeicher mal eben. Ja, das ist am Anfang immer an einem Wochenende 10.000 Dollar weniger. Also 15% weniger. Welche Währung hat so eine Inflation, solch eine Geldentwertung? Da würde der Schuldensühner aber sofort schreien, wenn der Euro, ja, das macht der Euro nicht in 10 Jahren an Wertverlust, eine Fiat-Währung oder der Dollar. Ja? Aber der Bitcoin Euro schmiert. Hat zum Dollar, da stand er bei 1,50, hat er 40% verloren. Zum Dollar. Zum Dollar hat der Euro aber nicht verloren. In Kaufkraft. An Kaufkraft nach Amerika. Wenn du da kaufen möchtest, hat er das getan, lieber Dietmar. Oder sage ich nur, das hat der Bitcoin noch nicht gemacht. Und ich sage dir auch, wenn der Bitcoin vorher so viel zugelegt hat, dann kann es auch mal runtergehen. Diese Argumentation, immer nur nach unten zu gucken, da kann ich dir auch irgendwelche Aktien, die du hier gemacht hast. Meine Aktien nehmen nicht in Anspruch an sich, ein Wertspeicher zu sein und ein digitales Gold, das quasi der Zufluchtsort für seine Cash-Reserven ist. Ja? Das würde ich für Aktien grundsätzlich nicht in Anspruch nehmen, sondern Aktien sind ein Risikoasset. Ja? Aber wenn man sagt, oh, ich bin hier der sichere Hafen, dann sollte man dann auch Sicherheit liefern. Ja? Und diese Volatilität disqualifiziert einfach. Seit Jahresanfang einfach, plus 60%. Das ist okay. Jetzt auch nach dem Einbruch, Dietmar, werden die Leute, die das haben, werden nicht unglücklich sein. Und das Schöne ist ja am Bitcoin, das siehst du immer wieder. Es gibt ja immer einen, der bei 65.000 Dollar aber bisher hat der Bitcoin jedes Mal die alten Höchststände wieder gut gemacht. Wenn deine Tulpentheorie stimmen würde, die Tulpen ist einmal geplatzt und dann war es vorbei. Und das hast du bei 20.000 uns erzählt, das hast du uns bei 30.000 erzählt. Immer wenn es eine Korrektur gibt, erzählst du uns, die Blase ist jetzt geplatzt oder passiert nichts mehr. Und daran kannst du erkennen,
so eine oft geplatzte Tulpen-Ding, das hast du in der Geschichte so noch nicht erlebt. Insofern muss es was anderes zumindest sein. Aber ich kann dir sagen, nach dem Jahr 2000, das war auch ein Salami-Crash. Das war nicht so, dass es da... Da ging es aber nie wieder das alte Hoch übertreffen. Das ist wirklich, diese Parallele ist geschichtsvergessen und einfach, weiß ich nicht, was das mit dem heutigen Bitcoin zu tun hat. Ich wünsche dir viel Glück, auch für deine Coinbase. Die hat ja dann wirklich die 100 Milliarden gesehen, ja, beim Börsengang, unser Thema von letzter Woche. Und danach ist er auch wieder abgeschmiert. Wo sind wir denn aktuell zu Hause? Wir sind bei 329. Und der Kollege hat wieder die Disco-Kugel aufgehängt. Ein sicherer Kontraindikator. Ja, die Disco-Kugel. Wobei Airbnb hat es ja funktioniert. Da hat es funktioniert. Ja, wollen wir jetzt mal nicht geschichtsvergessen hier sein? Nein. So ist es. Und ich gönne jedem seine Erfolge und hier. Und das Lustige ist, mir schickte dann jemand bei Instagram ein Bild und schrieb dann so, meine Nachbarin hat mir gerade ein Bild geschickt, wie werde ich zu dieser Party eingeladen? Und dann war das ein Bild von unserer Hütte da mit der Disco-Kugel. Ich dachte mir, so klein ist die Welt. Es kam mir einfach so ein bisschen gruselig vor, als ich dann meine eigene Hütte von draußen sah. Hab dann schnell die Disco-Kugel ausgemacht, weil ich dachte, vielleicht kommt die Polizei vorbei und denkt, ich würde hier eine Corona-Party machen. Dabei habe ich nur die Familie vom Fernseher versammelt und wir haben alle geguckt, als es losging. Und die wollten jetzt alle sagen, wir wissen, wo du wohnst, ja, Chabitz. So ein bisschen, wir genau. Wissen, wo dein Auto steht. Ja. Aber ich bin gut gesichert, weil im Nachbarhaus Frau von Storch wohnt. Insofern steht da immer Polizei davor. Und ja, das ist wunderbar. Insofern braucht ihr nicht vorbeizukommen. So. Damit die rechte Gesinnung auch geschützt wird. Gut, jetzt haben wir das. Wir haben ganz, 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 ganz viel Post bekommen. Und deswegen haben wir uns überlegt, auch mal wieder eine Q&A-Sache zu machen. Also wirklich so viele Fragen. Wir haben so viele Mails bekommen, wo uns Menschen gefragt haben, wie das, wie jenes. Und deswegen haben wir uns überlegt, die nächste Folge soll eine Q&A-Folge kommen. Es passt gut zusammen, weil du, glaube ich, bist im Urlaub oder was machst du? Urlaub, ja, genau. Hörst du? Stehe ich nicht für eine aktuelle Folge zur Verfügung. Deswegen werden wir diese Woche diese aufzeichnen. Genau, am Freitag. Wir brauchen dann also bis spätestens Donnerstag frühen Abend, würde ich mal sagen, eure Fragen mit der Betreffzeile Q&A, ja, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Wir haben ja später noch was zu den Hoodies, kommt später genau. noch. Ja. Genau, Hoodie also zum Hoodie. Also für Fragen Q&A, ja, in die Betreffzeile schreiben an wirtschaftspodcast@welt.de und wer schon irgendwann mal vor 230 Jahren oder ein paar Folgen eine Frage geschickt hat, die vielleicht noch nicht beantwortet ist, einfach dann nochmal schicken, weil wir können jetzt auch nicht in den Postfach-Annalen ewig zurückblättern, ja, sondern was noch aktuell ist, sollte dann jetzt nochmal aktuell auf gut, den Tisch kommen. Gut, aber die letzten von den letzten zwei Wochen, die würde ich jetzt noch raussuchen. Es gab wirklich Menschen, die geschrieben haben, dass sie Pulver trocken haben, anders als Dietmar. Und jetzt würden sie gern wissen, was du kaufen würdest, wenn du auch braunes Pulver hättest. So, ja, also das du siehst, kann man dann beantworten. Und es schrieb jemand anders noch, das Team Defner würde dich ewig lieben und verteidigen, weil es ja da Anwürfe gab. Du würdest dir irgendwie möglicherweise zum Zocken an irgendwie machen. Das wäre langweiliger. Ohne Dietmar wäre der Podcast nichts und solche Sachen. Also das ist wirklich sehr tröstlich und aufbauend. Ich war wirklich etwas niedergeschlagen nach der letzten Folge und nach der Kritik. Ich bin ja auch ein sensibler Mensch und ich nehme sowas dann zu Herzen. Ich habe da wirklich dann 24 Stunden mindestens dran geknabbert, ja. Und auch deswegen der Kritiker hat es gehört und hat sich wirklich, ich soll mich nochmal bei dir wirklich entschuldigen in seinem Namen, das täte ihm leid. Bei Twitter wären manche Kritiken vielleicht etwas ruppig. Das ist halt das Twitter-Format, wo man in wenigen Zeichen das machen muss. Und er wäre so ein bisschen, er hätte dich so als Idol gesehen und als du jetzt so ein bisschen etwas riskantere Ideen hattest, wärst du ein bisschen, hätte er gedacht, mein Idol, wie kann er solche riskanten Ideen haben? Das war, glaube ich, und deswegen, so kam es zustande und er sagt nochmal, Entschuldigung. Meine Ideen waren ja immer riskant, aber er hat ja dann gut zu Recht ja auch ein paar sachliche, falsche Aussprachen und so weiter vorgeworfen. Ist ja auch, wir wollen uns ja hier auch bemühen, aber wir schaffen es auch nicht immer, alles ganz akkurat zu machen. Aber er hat ja recht, ich finde, man muss sich ja auch immer wieder selber in Frage stellen und gucken, sind das wirklich jetzt nicht zu zockige Sachen, die man hier zur Sprache bringt. Man hat ja auch eine Verantwortung, auch wenn man sagt, das sind alles nur Ideen, aber wie gesagt, immer wieder, wir weisen darauf hin, Ideen, die wir hier weitergeben, selber nachdenken, selber nochmal nachrecherchieren, nicht irgendwie, weil der Defner hat es gesagt und wie gesagt, viele meiner Ideen sind zurzeit ja auch ein bisschen unter Wasser. Da bin ich aber zuversichtlich, aber wer dazu Fragen hat, kann ja dann bei Q&A fragen. So. Es hat uns jemand eine Liste geschickt, wo er mal geguckt hat. Ja, wir machen ja heute noch kein Q&A. Was so die letzten Ideen, die wir gemacht haben, von uns beiden gemacht haben. Das können wir nächste Woche, können wir die Liste mal vorstellen. Der Dogecoin war ja noch keine Idee. Der hat ja am Freitag 90% gemacht. Das ist auch kein Zeichen für eine Übertreibung bei den Kryptowährungen. 300% in einer Woche. Ja, hat heute wieder gewonnen. Heute ist ja der Happy Dogecoin Day. Das ist ja der Dogecoin Day. Der ist ja so von den Hippies, wo man
Wusstest du nicht? Nee, wusste ich nicht. Ich bin ja nicht so ein Kryptomensch. Ich habe das bloß... Ja, heute ist der Dogecoin Day und das ist der so ein inoffizieller Feiertag so der Gegenkultur in Amerika und da frühen wohl die Liebhaber von Cannabis und die zelebrieren dann das Event mit Memes und dann hat man das heute gleich zum Happy Dogecoin Day ausgebaut und auch 4/20 und dann ging heute Morgen Dogecoin auf 42 Cent und dann ging es natürlich, dann memte es natürlich, weil 4/20 und 42 und alle waren sie begeistert und jetzt soll Dogecoin auf 69 Cent steigen. Und das Schöne ist ja, egal was, welche Währung gerade gemimt wird, meine Coinbase ist immer mit dabei. Und wer es auch gekauft hat, nämlich Frau Katie Wood von ARK. Und stimmt, was hat sie dafür verkauft? Hast du das gesehen? Hatte ich das auch irritiert? Ich habe gesehen, dass sie einiges verkauft hat. Sie hat Tesla verkauft, um Coinbase zu kaufen. Ja, jetzt muss man sagen, dachte ich mir so, was aber ist da los? Aber nur ein kleinen Bestand an Tesla. Ne? Ja, also, aber trotzdem, sie hat aber was verkauft dafür. Ja, stimmt. Ja, teilweise Tesla verkauft, Tesla aber auch verkauft andere Positionen. Um Coinbase. Ja. Ich glaube, Square hat sie sogar auch ein bisschen was verkauft. Ja. Ich gucke mir auch immer jeden Tag ihre Listen an, sind nicht so ganz genau nachvollziehbar, was für was dann gekauft und verkauft wurde. Aber grundsätzlich geht sie ja dann, verkauft sie eher mal größere Werte und geht dann wieder in kleinere rein. Ja, war zu erwarten, dass sie bei Coinbase auch einsteigt. Die ist ja auch ein großer Bitcoin- und Krypto-Fan. Ja, Macht dich das nicht skeptisch, dass du da möglicherweise auf dem falschen Dampfer unterwegs bist? Also wie gesagt, man kann nicht mit allen Idolen dann immer in allen Punkten einer Meinung sein und mich macht es einfach skeptisch, wenn alle einer Meinung sind, ja. Das ist an der Börse noch nie gut gegangen und wenn alle schreien, nicht Krypto alle einer ist Meinung Zukunft, bei Krypto, doch, nein. Aber alle irgendwie, also modern, gut, Warren Buffett ist noch ein Permabär, aber so viele, die jetzt da umschwenken und sagen, oh, Krypto ist die Zukunft und da muss man mit dabei sein. Also das macht mich skeptisch und dann Coinbase, Börsengang, das war für mich wieder mal so ein Höhepunkt der Euphorie, diese Bewertung von 100 Milliarden. Wir haben es ja letzte Woche diskutiert. Mhm. Und danach ging es ja abwärts. Ne? Also die Coinbase-Aktie ist gesunken. Es ging mal ganz kurz hoch. Und mit dem Bitcoin ging es danach auch abwärts. Ja. Und genau, Türkei hat auch, gut, das ist jetzt nicht der wichtigste Markt der Welt, aber immerhin schon mal auch. Ich finde, wenn die Türkei das verbietet, dann ist es für mich ein guter Grund zu sagen, geile Währung. Und die haben das natürlich verboten, weil sie wollen natürlich ihre Konsumenten schützen, weil viele Türken gesagt haben, wo ist mein Bitcoin? Und das hat natürlich die Zentralbank gesehen. Die wollen jetzt nicht sowas wie vielleicht Kapitalverkehrskontrollen einführen oder wollen kontrollieren, wer was wie verkauft. Nee, das wollen die nicht. Die wollen ihre Konsumenten schützen. Also mal ganz ehrlich, Dietmar. Also die Türkei ganz ist für ehrlich, mich das wenn Beste. Ich in der Türkei wohnen würde oder in Venezuela, dann würde ich auch Bitcoin kaufen. Mal, also gibt es schon mal eine Anwendung für alle Menschen in der Türkei. Wie viele Menschen gibt es in der Türkei? Für alle, die in Schurkenstaaten wohnen, ja, okay. Russland hast du auch noch im Angebot, da hast du auch noch ein paar Millionen. Da ist die Währung aber schon deutlich stabiler. Ja? Also, und die haben nicht so eine erratische Notenbankpolitik, wo der Staatspräsident Erdogan quasi mit dem Federstrich die Notenbankpolitik diktiert und einfach raus und rein holt, wen er da gerade lustig ist. Ja? Und auf der anderen Seite, aber wie gesagt, auch in den USA gibt es wieder verschärftere Töne in Richtung Regulierung von Bitcoin. Und das natürlich war auch wieder ein Grund für den Kursrutsch sicherlich, der dazu beigetragen hat. Aber ich glaube einfach, dass rund um Coinbase, da war die Euphorie so riesig und alle wollten nochmal rein in den Bitcoin und überall rein. Und jetzt ist Euphorie erstmal wieder gebremst worden zumindest. Ja? Gespannt, noch wo das geplatzt hingeht. Wir haben die Wette ja liegen und 100 Milliarden Coinbase zum Jahresende. Das wäre so viel wie Goldman Sachs. Die Frage wirklich, kann so eine Börse so viel wie Goldman Sachs wert sein? Ja, ich denke, sie kann es, aber wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Jetzt ist sie gerade 66 Milliarden wert, Coinbase. Also fehlt noch ein bisschen bis zu den 100. Und sie war ja schon bei über 100. Ja, ja, wir verfolgen das gespannt und kommen dazu ja auch noch bei deinem Bullen, glaube ich, ne? Ein Bull, ja, so ein bisschen, wenn genau, den Bullen. Wenn ich mich richtig erinnere. Da geht es nämlich um ein Buch. Soll ich den Bullen anfangen? Nee, du müsstest ich würde anfangen, heute weil du mal halt anfangen, das Thema einführst. Weil ich heute das Thema so einführe. Sieht's aus. Dann bitte würde ich los. Auch mal mit meinem Bullen anfangen. Ja. Auch mit einem Buch, ja. Ein Buch. Ja. Ein Buch, das genau heute auf den Markt kommt. Am 20. April. Dogecoin Day. Dogecoin Day. Hat aber, Dogecoin kommt jetzt. Die Eltern unter uns werden den Tag mit einem anderen Menschen verbinden als mit dem Dogecoin. Aha, so alt bin ich dann auch noch nicht. Okay. Gut. So. Auf jeden Fall ist auch schon ein älterer
Herr, der auch schon die Anfänge des neuen Marktes mitgemacht hat, zumindest. Also so ein bisschen älter als wir. Ja, Werner Kurzawa, mit Z geschrieben. Dr. Werner Kurzawa. Doktor. Finanzjournalist, schreibt auch noch für die FAZ und für die FAS war in der Gründung von Börse Online und Finanzen und an zahlreichen anderen Anlegerblättern beteiligt und war auch schon zeitweise Vermögensverwalter, Fondsmanager, alles Mögliche. Und er hat schon im Jahr 1991 ein Buch geschrieben, das jetzt in einer komplett neu überarbeiteten Auflage rauskommt. Aus den 90ern? Ja, die 90er sind wieder hip. Aber ich meine, du hast recht. Ja, es war halt dann so die Anfang des, das ist Coco Jumbo, 90er, komm. Ja, die 90er, ja, Coco Jumbo war nicht. Put me down, put my feet back on the ground, da haben sie den Chapitz aus der DDR rausgelassen und dann hat er die ganze Zeit Party gemacht, ja. Coco Jumbo. Ach, ja, wunderbar. Und da ging es ja dann auch an den Märkten so richtig los und so. Also er hat auf jeden Fall einiges an Börsenerfahrung auf dem Buckel und kann darüber auch und tut das auch erzählen und plaudern. Allerdings ist es dann wirklich ein Börsenratgeber, der wirklich sehr strukturiert aufgebaut ist. Das Buch heißt Erfolgreich an der Börse und erscheint eben heute im Finanzbuchverlag und ist meiner Meinung nach wirklich geeignet für Einsteiger. Wir kriegen ja oft die Frage, was empfiehlt ihr denn für Bücher? Und da gibt es ja immer wieder welche und manche habe ich auch schon vorgestellt. Und gibt es ja immer wieder solche, die, wo man sagt, na gut, das sind jetzt ein paar Kapitel ganz okay und den Rest kannst du dir eigentlich sparen. Und in dem Buch muss ich sagen, ich habe es wirklich so quer gelesen, ist es wirklich gut erklärt, auch wirklich die Begrifflichkeiten sind gut erklärt, die ersten Schritte an die Börse sind gut erklärt, die man machen kann, wie man aussichtsreiche Aktien findet zum Beispiel, eben erklärt er dann auch also wichtige Kennzahlen, die man beachten kann und sollte, wie KGV, Cashflow, KBV und so weiter. Auch die Grundlagen der technischen Analyse werden erklärt, wie man Aufträge gibt, wie man dann ein Depot managt. Wie man Aufträge gibt? Das hat aus den 90ern noch? Nein, das ist wirklich ein Buch, das komplett neu war. Okay, ich dachte, zum Kassakurs, Sparkasse. Genau, so war das in den 90ern. Nein, es war nur die erste Auflage damals. Okay. Und es ist eine komplett neue Auflage. Es ist einfach nur noch der Titel. Ich glaube, vielleicht ist es die Struktur oder was, aber im Prinzip ist das ein neu geschriebenes Buch. Das merkt man dem auch an. Da sind die neuesten Informationen drin. Auch bei den Brokern. Neo-Broker sind jetzt nicht so direkt mit drin. Er erwähnt, dass es auch Handy-Broker und Neo-Broker gibt, aber schon. Hat jetzt nicht die komplette aktuelle Liste, aber da schreibt er auch, da gibt es ja ständig Veränderungen bei den Konditionen. Das kannst du eigentlich in dem Buch nicht abdrucken, weil die ändert sich ja morgen wieder. Da verweist er auch und sagt, Finanztests und andere haben da ständig aktualisierte Listen. Aber er weist schon darauf hin, dass es sie gibt. Aber auch, worauf achtet man dann grundsätzlich bei einer Broker-Auswahl und so weiter? Das kommt auch drin vor. Es gibt einen auch einen Ausflug in Richtung Hebelinstrumente und was weiß ich, Dividenden, Boni und alles Mögliche wird erklärt. Was wichtig ist, letztendlich aus Börsensicht nicht so viel Makro drumherum, sondern einfach wirklich, was für Anleger wichtig ist. Es gibt umfangreiche Anhänge, nochmal so ein richtiges Börsenlexikon, wo Begriffe dann nochmal erklärt werden. Was weiß ich, das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstitutes, wo man nochmal nachlesen kann. Ein paar Kapitel dann auch nochmal was lehren aus dem Crash von 1987 und andere Börsenerfahrungen sind. Und er bringt dann immer wieder so kleine persönliche Einschübe am Rande, wo er dann erzählt, ja, da kleine Anekdote am Rande, wo er mal, keine Ahnung, mit Costolani zusammensaß und mit ihm diskutiert hat und dergleichen. Und das macht es dann auch nochmal zusätzlich lesenswert. Ist jetzt also nicht nur so. Es ist von der Sprache her so ein bisschen doch mehr so FAZ-Stil, muss man sagen. So ein bisschen altbacken, nicht so flott wie der Chapitz schreiben würde. Du musst da richtig arbeiten. Ein Buch, wo man arbeiten muss. Man muss es durchlesen, ja. Es gibt auch wirklich, und dann gibt es sogar noch ein bisschen Arbeitsunterlagen. Hinten ist noch ein Arbeitsunterlagen für Notizen, für persönliche Notizen. Das ist ja wirklich 90er. Mein Börsentagebuch. Mein Börsentagebuch hat er in den Anhang noch mit reingepackt. Da kann man dann wirklich so Listen führen über Aktien, die man gekauft hat und über die Gründe und alles Mögliche da eintragen. Und ja. Vieles andere, also wirklich ein Buch, das umfassend ist, 391 Seiten, ja, und
Ich denke, das kann man wirklich einem Anleger ans Herz legen. Es ist nie das ideale Buch, wo man sagt, okay, aber ich glaube, da kann man sich wirklich vieles, vieles raussuchen. Und also, das für Einsteiger oder solche, die einfach nochmal ein bisschen Wissen auch auffrischen wollen oder ein bisschen kompakter haben wollen, die hier und da mal was gelesen haben. Natürlich, wer unseren Podcast von Anfang an gehört hat, der kann eigentlich kaum noch was dazulernen. Aber manchmal braucht man sie auch nochmal zum Nachlesen. Manchmal ist es auch immer ganz gut, wenn man es einfach nochmal schriftlich vor sich hat. Aber natürlich sind das alles Dinge, die wir hier auch immer wieder auch nebenbei erwähnen. Und aber kann auch nicht schaden, wenn man sowas mal nachliest. Also, das mein Bulle der Woche. Das ist wunderbar. Uns hat auch jemand geschrieben, dass nämlich er und seine Söhne, nämlich Jens hat geschrieben, bullische Grüße aus dem nördlichen Nordrhein-Westfalen. Seit ich euren Podcast höre, habe ich meine Altersvorsorgung komplett in die eigenen Hände gelegt. Mittlerweile sparen auch meine Söhne in ETFs. Danke für die wöchentliche Erziehung zur finanziellen Freiheit. Also jeder, der jetzt dachte, hier würden die Leute nur zocken, den können wir sagen. Genau. Jens hat es zumindest anders gemacht. Der kapiert, dass es eine Basisanlage gibt. Genau. Und der Rest, den wir hier häufiger besprechen, der vielleicht jetzt zuletzt ein bisschen größeren Teil angenommen hat, eher fürs Venture-Depot da sind. ETFs und auch aktive Fonds kommen natürlich in dem Buch auch vor, also alles drin. Ja, ja, aber also vor allem natürlich geht es um die Aktie als Kerninvestment und in verschiedenen Ausprägungsformen. Schön. Sogar CFDs werden erwähnt, aber die kommen nicht gut weg. Ich nicht? Nee, es wird mehr so als, ja, so am Rande, so als ja, Zockerinstrument. Aber da kann man auch short gehen mit CFDs. Ja. Das ist eigentlich, nein, aber Absicherungsstrategien kommen auch vor. Also erklärt auch, wie man einfach auch mal ein Depot absichern kann. Weil gerade bei so hohen Kursen, wo jetzt gerade die Stimmung so ein bisschen angeknackst ist, könnte ja die eine oder andere Frage auch dahin gehen, wie mache ich das? Genau. Und da könnte man das mit CFDs machen, man könnte es aber auch mit Optionsscheinen machen. Aber genau, Absicherung kostet immer Geld und ja, das muss man einfach wissen, das sollte man dann einfach, das kann man mal kurz Zeit, wenn man jetzt wirklich sagt, ich brauche in einem halben Jahr das Geld, will jetzt aber eigentlich mich nicht aus der Börse verabschieden, dann versichere ich bis dahin mein Depot, weil ich will nicht, dass es zwischendrin zum Unfall kommt. Aber zum einen, man muss jetzt jede Kursschwankung an den Börsen dann mal absichern. Man wird ins Irre laufen, weil das ist dann die Dirk-Müller-Strategie und wir wissen ja, was das der katastrophale Rendite gemacht hat. Ja. Ich habe mir heute wieder seinen Fonds angeschaut, klappt auf Jahressicht dann auch wieder, keine Ahnung. Nee, der hat seit Auflage minus 8%. Ja, aber auch seit einem Jahr minus 8% und wo die Märkte 80% zugelegt haben, ja, ungefähr. Also das ist einfach keine dauerhafte Strategie zu sagen, ich sichere immer ab. Das ist einfach wie fahren mit Handbremse. Ja. Aber wenn es jetzt so hoch bewertet ist wie jetzt, finde ich. Ja, aber was ist hoch bewertet? Ist der DAX mit 15.500 hoch bewertet? Ich finde nicht. Ja. Also ich finde, der DAX fängt gerade erst an, jetzt zu laufen. Ja. Und Vielleicht ist der DAX das falsche Vehikel, aber die Technologiewerte sind ja auch schon wieder ganz schön drassiert worden im ersten Quartal schon. Und der DAX ist jetzt Old Economy. Da sehen wir ein Shift hin und wir sehen ja die Industrie, die brummt. Ja. Industrieaufträge gestern den 9. Monat in Folge gestiegen. Also die können sie ja wirklich für Aufträge nicht retten. Und das ist, da ist natürlich unser industrielastiger DAX wirklich optimal aufgestellt. Die Autobauer, einer nach dem anderen, kommt mit super Zahlen. Und Daimler wollten wir auch noch kurz an, ja, die sensationelle Premiere des EQS oder EQS, der elektrischen S-Klasse natürlich. Ich habe mit Ola Källenius gesprochen in der Börse am Mittag und Börse am Abend, dem Daimler-Chef. Und ja, muss sagen, das ist schon mal ein Auto, das dann auch dem Model S gefährlich werden könnte, aber es kostet natürlich doch um einiges mehr als das Model S, muss man schon sagen. Ne? Das, aber es soll auch 700 Kilometer fahren. 770 Kilometer. Ja, das ist halt einfach mal eine Reichweite, wo man da auch, ja, da kann der Söder auch dann mal von München nach Berlin kutschieren, dann schnell, aber der lieber den Learjet. Ja, aber wenn es um wichtige Dinge geht fürs Land, natürlich nur. Ja, auf jeden Fall. Aber Simon, und was ich auch faszinierend finde, in 10 Minuten kannst du 300 Kilometer aufladen. Das ist wirklich schon. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann wäre das wirklich revolutionär. Und es ist wirklich, ich habe mir auf YouTube auch die Präsentation nochmal komplett angeguckt. Also wirklich auch toll gemacht worden. Und es ist halt wirklich ein richtig schönes Auto, finde ich. Ich würde es auch nehmen, so eine
elektrische S-Klasse, ja. Das nimmt so ein bisschen dieses, ich meine, der ist ja immer wuchtig gewesen, aber als Benziner wirkt das so ein bisschen wie Dinosaurier, aber als Elektro-Ding wirkt das auf einmal. Es wirkt wirklich wie ein modernes, tolles Auto. Komisch, und oder? Ich glaube, dass das wirklich seinen Absatz finden wird, weil viele Wohlhabende auch eben da auch ein Statement mit verbinden wollen, dass sie einfach ökologisch unterwegs sind und man sieht das dem Auto sofort an. Und da kann man dann endlich auch mal mit einer S-Klasse wieder auch ökologisch und mit ruhigem Gewissen Auto fahren. Das wird seine Abnehmer finden. Auch, denke ich, auch als Karosse für viele Unternehmenschefs. Und ich meine, mit 770 Kilometern kommst du schon mal sicherlich im Praxistest dann auch nicht wahrscheinlich die Reichweite, aber da kommst du auf jeden Fall ziemlich weit und zwischendrin schnell aufladen. Also das glaube ich. Und die Deutsche Bank war euphorisch, hat gesagt, das ist ein Game Changer, nicht nur für Daimler, für die komplette deutsche Automobilindustrie. Also sie holen auf und Källenius, das kam im Interview auch raus, der hat es genauso kapiert wie Herbert Diess, ja, dass E-Mobilität einfach die Zukunft, die setzen einfach auch alles auf und er will ja viel früher als ursprünglich gedacht dann umstellen auf, ich glaube, er versucht ihm es zu entlocken und gesagt, ja, 2030 wäre das jetzt nicht ein ideales Ausstiegszeit, wie Volvo es macht, ja. Die dann sagen, ab 2030 überhaupt kein Verbrenner mehr, also noch nicht mal mehr Hybrid-Fahrzeuge. Und dann meinte er, ja, es kommt jetzt auf die politischen Rahmenbedingungen drauf an in unterschiedlichen Märkten, aber wenn die Weichen früher umgestellt werden, wir sind bereit, hat er gesagt. Hat Daimler wir sind bereit. Wir sind bereit. Warum muss es da politische Weichenstellungen geben? Ja, gut, Verbrennerverbote sind natürlich. Du kannst da selbst von dir aus sagen, kannst du natürlich, ja, aber. Ja, kannst du, aber. Gut, wenn das überzeugt mich jetzt nicht wirklich. Wir sind bereit. Ich glaube, dass der Källenius wird mehr und mehr, wenn es nach dem ginge, würde der früher, aber der muss ja natürlich alle mitnehmen, ja. Das ist Ja, der Sommerfeld also und ich haben ja Daimler-Aktien gekauft. Der Sommerfeld war ja noch euphorischer, als du das hier bist. Aber die Aktie ist dann auch gelaufen irgendwie. Ja, aber jetzt Tag mittlerweile. Danach, aber am Tag danach gab es ja noch dazu die guten Zahlen, Quartalszahlen, die besser als erwartet ausgefallen sind. Das war ja, aber danach, seither ist auch so ein bisschen so. Gut, seitdem ist der Markt halt insgesamt jetzt ein bisschen runtergekommen. Heute gab es auch besser als erwartete Zahlen von BMW. Die Aktie ist überhaupt nicht drauf angesprungen. Ja. Also ist jetzt halt der Markt, der hat jetzt. Kann ja nicht jeden Tag einen Rekord hochmachen. Man muss ja auch mal, auch bei so einer Bergtour schon auch mal ein bisschen ein Päuschen machen und durchschnaufen und dann geht es wieder auf zu neuen Höhen. Ja? Wunderbar. Und es sind ja aber dann doch... Bevor du jetzt hier zu euphorisch wirst, würde ich zu meinem Bullen der Woche kommen. Da geht es auch um ein Buch und wir haben ja den Kollegen, der es geschrieben hat, der war ja auch hier mal im Podcast. Marc Friedrich, du erinnerst dich? Wann war das? Da war noch irgendwie die Welt. Der größte Crash aller Zeiten. Genau, und jetzt hat er aus dem größten Crash aller Zeiten, inhaltlich hat er gar nicht so viel geändert, aber das Buch heißt jetzt Die größte Chance aller Zeiten. Man muss einfach sein Fähnchen in den Wind hängen. Nein, er sagt einfach, jede Krise ist ja eine Chance, das heißt, siehst du doch immer. Und genau aus dieser Idee hat er auch, was wir jetzt aus der Krise lernen müssen und wie sie. Da wird noch gesiezt, vom größten Vermögenstransfer der Menschheit profitieren. Der höchste, es gibt also unter Klein geht da nichts, auch beim Finanzbuchverlag rausgekommen. Also wir haben jetzt hier sollten wir mal irgendwie hier, weiß ich nicht, was kriegen dafür. Vielleicht einen goldenen Anstecker. Nein, aber wir machen ja redaktionell unabhängige Empfehlungen, dafür kriegt man nichts. Das ist der Unterschied zur Werbung, ja? So. Ja, du hast recht. Ja. Und wenn wir Bücher für gut befinden, dann können die auch. Dann wählen wir die aus. Ja? So ist es. Nicht, dass wir das dafür kriegen. Wir sind keine Influencer, die hier irgendwelche Dinge annehmen. So. Nee, stimmt. Um das nochmal klar zu machen. Ja, weil mit der Buchvorstellung. Genau. Wann kommt das denn raus? Also das Buch ist schon rausgekommen und ist vorne auch mit dem Marc Friedrich, ein gut aussehender junger Mann natürlich, keine Frage, ist vorne auf dem Cover ganz groß drauf. Ist er jetzt alleine, war ja früher mit einem Kompagnon zusammen, die haben sich jetzt zerstritten und jetzt ist er alleine unterwegs. Oh. Weig und Friedrich, was ist hier passiert? Raune. Dieser Vorzeige-Crash hier, kam es zum Crash? Es kam zum Crash in der Beziehung, Und jetzt sind sie halt getrennt unterwegs. Auch der Fonds, den sie hatten, den haben sie nicht mehr. Also es gab ja diesen Weig und Friedrich Wertefonds, der ist umgelabelt worden und heißt jetzt Solid irgendwas. Und Solid Wertefonds, ja. Der Solid, also muss ja sagen, der ist jetzt aber auch gar nicht schlecht. Seitdem die ausgestiegen sind, läuft er ganz gut. Also zuletzt, ich habe mir den gestern auch mal angeschaut. Und der läuft deswegen Jahr gut. Hat er 25% gemacht. Ja, der läuft deswegen gut, weil die damals ja schon auf Kryptowährung gesetzt hatten und sowas wie MicroStrategy und solche oder Uran war da drin und solche Sachen. Und das läuft ja alles ganz gut derzeit.
Und sie sagt, und er schreibt das in dem Buch jetzt: Krisen sind wichtig, Krisen sind Chancen und dass die Evolution der Menschheit geprägt ist durch Krisen und dass das eigentlich immer so eine Initialzündung war für was ganz Neues und Tolles. Und darauf will er jetzt die Menschen, die dieses Buch lesen, vorbereiten. Und dann führt er halt so ein bisschen hin von Corona, der Brandbeschleuniger der Krise, zu dem größten Vermögenstransfer der Geschichte. Was passiert da? Dann denkt er immer noch, dass der größte Crash aller Zeiten kommt. Also man muss nicht mit allem, also ich würde sagen, ich würde nicht mit allem, was da drin steht, jetzt übereinstimmen, aber man kriegt halt so eine ganz gute, so ein ganz gutes Gefühl, was so mit der normalen Geldpolitik und mit diesen ganzen Sachen schiefläuft. Wir haben jetzt ja Mario Draghi, der macht ja das, was du auch empfiehlst, whatever it takes. Jetzt wird er jetzt zum Schuldenkönig Italiens. Der wird jetzt ja sogar den alten Schuldenrekord aus dem Jahr 1920, den kriegt der Mario Draghi doch locker geknackt. Und dann hat Italien die Schuldenquote in diesem Jahr von 160% und eine Neuverschuldung von 12%. Und ich meine, ehrlich, wenn das Italien macht und wir da zugucken und sagen, Mensch, wir sind zusammen in einer Währungsunion, kann man sich schon vorstellen, dass irgendwann die Rechnung irgendjemand dafür zahlen muss. Wer es auch ist, weiß ich nicht, aber zumindest dieses Buch kann dann so ein bisschen einem da Anregungen geben, was da passieren könnte. Also das gleiche Buch wie vom der größte Crash aller Zeiten, bloß ein neuer Titel. Ist ein bisschen, ist es so, ey, das ja, läuft das klingt alles sehr, also ich habe das ja damals auch gelesen, irgendwie, und das klingt alles sehr bekannt, finde ich, ja. Ja, ich meine, du musst jetzt auch nicht dieses Fahrrad ganz neu erfinden und der du ist musst ja schön. Auch nicht neu ist schreiben. Ja auch, es ist ja auch, nein, aber wenn man du musst einfach ja, einen neuen Titel vorne draufschreiben nein, kann. Nein. Du musst ja auch sehen, dass der bei seinen Thesen geblieben ist. Es ist ja nicht so, dass er jetzt wirklich schon mal andere Sachen ihn, erzählt. Ja? Siehst du, also genau. Ich meine, wenn er jetzt komplett ist. Ja, und man lernt auch, was man mit dem Geld machen sollte, zum Beispiel Lebensversicherung, ob man sie halten, stilllegen oder verkaufen soll. Die Frage, die er auch stellt, ist der Immobilienboom vorbei? Das sind so Sachen, die wir auch hier, Bitcoin, das ist die größte Investmentchance unserer Lebenszeit. Die wird er anders beantworten als du. Auch schon, da war er auch schon bullish, ja. Siehst du? Ja. Dann aber, und das finde ich auch ein spannendes Thema, Rohstoffe, goldene Dekade bricht an. Wir haben ja gerade Kupfer, ist ja auf Allzeit hochgestiegen in Euro gerechnet. Also Kupfer, also haben wir ja auch schon mal hier drüber gesprochen. Ja, über Kupfer. Warum zieht Kupfer an? Ja, ja. Weil die Weltkonjunktur in Fahrt kommt. Ja, nicht, weil die Weltkonjunktur, weil die Welt, sondern weil alle Leute elektrifizieren. Für ein Elektroauto brauchst du halt viermal so viel Kupfer wie für ein normales Verbrennerauto. Aber auch sonst, weil die Konjunktur anzieht. Ja klar, und weil du in Infrastruktur investierst und weil du einfach insgesamt Rohstoffe sind halt in so einer Welt, wo du mit Papierwerten nicht so viel anfangen kannst, bist du halt mit Rohstoffen, findest du das halt besser. Dann geht es um Edelmetalle, andere Industriemetalle, Uran sieht eine strahlende Zukunft. Und dann hat er noch, da bist du wahrscheinlich auch an der Ansicht. Nein, gut. Ich meine nur strahlende Zukunft. Das ist ein gutes Wortspiel. Guter Gag, ja, siehst du. Uran, ja. Und dann geht es um ein von Jahre, Depot ja. für die perfekte Vermögenssicherung. Das klingt dann so ein bisschen wie dieser wunderbare Wertefonds. Also man kann auch wahrscheinlich in den Wertefonds reingucken, kann sich aber auch das Buch holen. Und dann Schlusswort, eine Zukunft mit neuen Werten, dann wird es nochmal ein bisschen pathetisch. Und das Ganze hat 370 Seiten und man kriegt halt so eine... Aber so von eine der ganzen Struktur, ohne dass ich jetzt da reingeguckt habe, erinnert mich das wirklich an dieses der größte Crash aller Zeiten. Da ist es ja, dann kommt ja auch zum Schluss dieses große, natürlich, wenn es der große Crash kommt und der große Weltuntergang und dann stehen wir alle auf aus Ruinen und dann wird alles wieder gut. Ja, aber es ist jetzt wunderbar. Aber wenn der Crash dann wirklich da ist, dann sieht er die Chance nicht, weil ich habe hier gerade im letzten Aktionär haben sie mal wieder ein paar Crash-Propheten und ihre Zitate aufgeführt. Ja, da hat nämlich Mark Friedrich März ist hier auf so einer Zeitachse aufgemalt. Also ich schätze mal März, April war das so als der DAX noch unter, muss im März gewesen sein, da der DAX noch unter 10.000 stand, wird Mark Friedrich zitiert aus Das Investment. Zitat: Jetzt sieht es ganz danach aus, als ob dieses Coronavirus das ganze Kartenhaus zum Zusammenbruch führt. Das ist das wer kann sich da jetzt hinstellen und sagen, im Nachhinein habe ich es schon immer gewusst. Ja, gut, da haben ja viele gedacht, dass das, hat Dirk Müller zum Beispiel. Ja, hat ein paar Wochen später gesagt, da war der DAX schon bei 12.000. Wir könnten ein sehr schwaches zweites Halbjahr sehen. Ich wäre momentan sehr vorsichtig. Ja, gut. Aber ich finde, dass jetzt im Nachhinein jemand sowas um die Ohren zaut. Man muss sagen, er hat bei uns, da haben wir mal gefragt, was sind so die Tennenbäcker-Kandidaten, da war Mark Friedrich auch dabei. Und bei denen hat er uns Empfehlungen gegeben, und er hatte die gesagt, alle gut gelaufen sind. Jetzt muss ich mal hier verteidigen, weil du jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Crash und gerade der Aktionär, der nun wirklich genauso und hier und runter und wahrscheinlich, wenn ich da mal eine Statistik mache mit den ganzen Highflyer-Tipps, die sie haben, da könnte ich mir sicher sein, da kann ich auch was rausfinden, wo sie. Ja, gut, das stimmt. Bei
wo sie, also das finde ich jetzt wirklich einfach, okay. Du guckst es einfach raus, das ist einfach eine arme, nein, ist einfach, ich will auch damit nur sagen, dass meistens, nein, in Sache. Crash-Situationen selten ja. ein Crash-Prophet noch gesagt hat, das ist jetzt die Chance, muss man es einsteigen, sondern in den Crashs, da sind die doch alle gefragt und sagen, ja, ja, ich bin der Crash-Prophet, ich habe es ja schon immer gewusst und jetzt ist er da und jetzt bricht alles noch viel schlimmer zusammen. Da sagt dir keiner, dass du bei unter 10.000 dann kaufen sollst, weil die sagen, oh Gott, aber deswegen hast du das noch Buch viel schlimmer. Jetzt auch. Deswegen ja, hast du das noch Buch viel schlimmer. Dann da und ich meine, wir haben bei uns immer eben im Podcast das live begleitet auch ja. und haben immer gesagt, ja, auch sehr, relativ, vielleicht ein bisschen zu früh schon gesagt, man könnte jetzt schon mal kaufen, aber auf jeden Fall nicht gesagt, man muss jetzt total flüchten und schon auch auf die Chancen hingewiesen, die kommen können. Ja. Und das hat er aber hier in dem Buch ja auch. Insofern und, kann man sich das Buch hier dann zulegen natürlich. Und kann dann auf die Chancen eingehen und das Buch wird sich bestimmt verkaufen. Ja. Stimmt, vor allem mit so einem gut aussehenden Mann vorne drauf und so einem 3 Tage. Hat er noch wirklich? Seinen schwarzen Pulli an? Seinen schwarzen Goldkragenpulli? Oder nach der Scheidung von Weik hat er jetzt ein neues Outfit? Nee, er hat so ein Polohemd. Das ist dunkelblau, würde ich sagen. Es ist ein dunkelblaues Polohemd, so leicht geöffnet. Man sieht ein ganz klein wenig Brusthaar, das hat man ja heutzutage, dass man das Brusthaar zeigt, aber es ist wirklich auch ein gut aussehender junger Mann. So. Ja, da hat man aber 2 Knöpfe auf. Wenn man Bildchef werden will oder sowas, muss man da hat man noch ein bisschen weiter offen. Das ist da muss noch ein bisschen weiter offen. Uh-huh. Ja. Ja, ist doch wunderbar. Ja. Demnächst. Aber hast du erfahren, warum dieses Erfolgsduo Weik und Friedrich auseinandergeplatzt ist? Manchmal geht man halt getrennter Wege, weil man unterschiedliche Ansicht ist. Hoffentlich passiert uns beiden das nicht. Nein, wir sind ja, das Schöne ist, wir sind ja nicht beide auf der gleichen, wenn wir jetzt beide Bullen oder beide Bären wären, dann wäre die Gefahr. Wenn wir streiten müssten, wer ist jetzt der größte Bär von uns? Ja. Genau. So ergänzen wir uns einfach immer. Ja. Die Gegensätze, die sich anziehen. Ja. Ganz genau. Gut, also ich sag's nochmal, das war mein Bulle der Woche, die größte Chance aller Zeiten, wie wir jetzt aus der Krise lernen müssen und wie Sie vom größten Vermögenstransfer der Menschheit profitieren. Ich muss ja sagen, ich habe ja dieses Buch, also wie gesagt, ich glaube, wer das andere gelesen hat, braucht sich das nicht schon auch wieder kaufen, weil es doch sich sehr ähnelt. Und das andere habe ich auch gelesen, da war schon auch wirklich vieles an Fakten drin. Ja, ja. Also gerade zum Bitcoin und so weiter, vieles, was ich dann auch wirklich noch nicht wusste und so weiter. Ja, bin trotzdem nicht bekehrt worden, aber ich finde trotzdem immer solche Bücher einfach gut, weil sie vieles auch. Es raunt an der einen oder anderen Stelle auch, ja, man raunt auch, das gehört dazu. Aber er hat natürlich immer so einen verschwörungstheoretischen Unterton manchmal so ein bisschen. Das meine ich ja mit Raunen, das raunt auch. Ja, das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil er hat ja auch einen tollen YouTube-Kanal, wo er wirklich spannende Interviews macht. Ja. Und da ist manchmal so ein bisschen dieses Raunen, wenn das weg wäre. Da sind schon auch mal so ein paar Leute dabei, die so ein bisschen fragwürdig sind. Ja, aber wäre das noch viel besser. Ja, genau. Und das sind wirklich spannende Interviews. Weil ich mal einer der ersten in Deutschland, der Michael Saylor, den Microstrategy-Typen interviewt hat, danach kamen erst die anderen alle. Und man muss sagen, hat viele spannende Leute dieses Raunen, wenn das weg wäre, aber wahrscheinlich braucht es die Zielgruppe, da muss geraunt werden. Wahrscheinlich. So, gut. Haben wir 2 Bücher hier vorgestellt. Ja. Wann kommt das Buch raus? Ist schon. Ist auch schon? Seit März. Ist schon. Seit März. Schon. Okay. Ja. Der Kurzava kommt heute erst. So. Heute, am heutigen Tag, das ist live. Das ist super. Live, wir sind hier top aktuell. Wo es aus den 90ern ist. Nein, die Ursprungsversion. So. Hat er auch schon mal gemacht. Wer die Ursprungsversion aus den 90ern hat, muss man es nochmal haben dann? Nein, braucht man auch nicht, glaube ich. Also wenn du in den 90ern schon dieses Buch als Einsteiger, dann bist du einfach so fit, dass du das gelernt hast. Du brauchst nicht keine 10 Börseneinstiegsbücher kaufen. Ja, dann kauft man lieber was, dann bildet man sich weiter und kauft sich irgendwas von Peter Lynch, von Costolani, von Warren Buffett oder was auch immer. Also, aber einmal so ein fundamentales Buch, wo alles mal so ein bisschen die Zusammenhänge erklärt sind und die ersten Schritte, das finde ich ganz, das ist durchaus sinnvoll. Und so eins würdest du sagen, ist das? Gehört dazu, ja. Gut, das ist meins nicht. Meins ist eher so, wo man so allgemein das Geldsystem und deren Ausbuchtung, Ausbeulung und Perversion erfährt. Das ist eher mein Buch gewesen. So, also für Einsteiger, wer jetzt einsteigen will und denkt, da gibt es zwar auch Tipps, aber es ist jetzt nicht das klassische Buch, ich habe 100.000 Euro oder 10.000 Euro, um hier nicht wieder irgendwie überheblich zu zählen, oder 1.000 Euro und will die jetzt anlegen, das wäre jetzt nicht das Buch. Da wäre eher deins Buch. Würdest du sagen, wenn du jetzt... Ja. Sagst du, hast 5.000? Da steht jetzt nicht drin, wie du 5.000 Euro anlegen sollst, okay. Aber damit könntest du gut loslegen. Ja? Dann könntest du die ersten 22 Euro da investieren und dann hast du immer noch 4.978. So. Ja, schön. Gut. Dann. So, ich habe auch noch einen Bär der Woche. Ja, ja, ich noch nicht. Also meins war der Bulle, aber du hast jetzt einen Bär der Woche. Jetzt habe ich einen Bär der Woche. Ich hatte,
nicht so richtig was gefunden, aber heute jetzt nochmal ganz jetzt, aktuell. Also wenn jemand so anfängt, also ich habe nicht richtig was gefunden. Nein, irgendwann ich kann meine, man hat mal so ein Thema, es regt einen wirklich die ganze Woche schon auf, ja, hatte ich jetzt nicht. Ja? Aber ach so, was ist ein Thema? Heute habe ich dann diese Meldung und dann hatte ich irgendwie nochmal über irgendeinen RIP wieder aus dem Kryptowährungsbereich, hatte mir rausgelegt, mal zur Seite gelegt, wo einer 25.000 Euro irgendwo im Osten in dieser Republik von irgendwelchen Unseriösen abgeknüpft bekommen hat, ja, auf irgendeine angeblichen Bitcoin-Börse, ja, also aufpassen, ja, mit Kryptowährungen und dergleichen. Das ist halt immer so mit allen boomenden Assets wird in der Regel einfach auch wirklich viel Schindluder getrieben. Das heißt nicht, dass der Bitcoin im Betrug ist, aber es wird halt einfach, wenn die Leute Dollar- oder Bitcoin-Zeichen in den Augen haben, dann werden sie manchmal blind. Und hat man Dogecoin in den Augen, diesen Hund? Dogecoin, ja, das Hund? Ist ja schon ein halber. Ja, wusstest du, dass Dogecoin und gar nicht, das ist eigentlich eine Spaßwährung gewesen, die überhaupt nicht diese Kriterien von Bitcoin hat. Die ist nämlich beliebig vermehrbar, der Dogecoin. Und es hat überhaupt nichts, sondern die ist dafür geschaffen worden, dass diese anderen Kryptowährungen verarscht werden und gezeigt werden, was für eine blöde Sache. Derjenige, der das nämlich gegründet hat, der war nämlich eher ein Verachter von Kryptowährungen und dachte eher, ey, was für ein Mist. Und wenn du jetzt deinen Freund Elon Musk siehst, der dieses wunderbare Bild, also muss sich jeder angucken. Da sieht man diese Welt und auf einmal kommt dann diese Wolke drüber und dann ist der Hund von Dogecoin und dann das Geldsystem, da raunt er auch so, der Elon Musk. It's inevitable. Das muss passieren. Und dann siehst du diesen Dogecoin mit dem Ding drauf. Die Dogecoin-Verschwörung, wie sie uns alle verarschen. Ja. Das ist diese gelbe Wolke. Die ganzen Promis, die drauf wären. Snoop Doggy Dogg ist doch, glaube ich, auch ein großer Fan. Ne? Also, Mark Cuban ist auch dabei. Der ist doch der Besitzer irgendeinen Verein. Oh Gott, egal. Oh, gut, aber du wolltest deinen Bären hier weitermachen. Mein Bär der Woche mal wieder für Venezuela, mein Lieblingssozialistisches Land. Ja. Venezuela? Was ist denn da passiert? Die UN übernimmt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, ist mit der Regierung Venezuelas übereingekommen, seine Arbeit in dem südamerikanischen Land aufzunehmen und vor allem den Kindern zu helfen, was eine großartige Geschichte ist, ja, dass das Welternährungsprogramm da hilft. Kinder und Schulen werden im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen, heißt es hier. Und demnach sollen Schulmahlzeiten bereitgestellt, Schulkantinen erneuert und das Personal geschult werden, auch wunderbar. Bis Ende 2021 sollen so 185.000 Kinder erreicht werden, bis Ende des Schuljahres 2022/23 sogar 1,5 Millionen Kinder und Jahresbudget 190 Millionen Dollar, Teil eines humanitären Hilfsplans für Venezuela. Und das Erschütternde ist einfach, dass nach einem Bericht des UN-Welternährungsprogramms einer von drei Venezolanern nicht genug zu essen bekommt. Das südamerikanische Land befindet sich in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise, heißt es hier in dieser Meldung noch, die durch die Corona-Pandemie noch verschärft wurde. Das ist einfach der eigentliche Skandal und das habe ich schon öfters ja auch immer wieder in früheren Episoden hier erzählt, dass Venezuela das Land ist mit den wertvollsten Erdölreserven der Welt und dass es dieses Land noch nicht mal schafft, seine eigene Bevölkerung vernünftig zu ernähren. Ja, geschweige denn es mit Arzneimitteln oder anderen wichtigen Gütern des alltäglichen Bedarfs zu versorgen. Und das ist einfach der beste Beweis dafür, dass Sozialismus nicht funktioniert, weil man dann aus der staatlichen Verteilungswirtschaft letztendlich eine Mangelwirtschaft macht. Und es funktioniert einfach. In Venezuela hat man auch immer angefangen mit diesen großen Gerechtigkeitsreden und wir müssen einfach nur den Reichen wegnehmen und dem Armen geben und dann regelt der Staat alles und setzt die Preise für Lebensmittel fest, enteignet die Ölkonzerne und dann geht alles den Bach runter, weil dann einfach Wirtschaft nicht mehr funktioniert und wenn man vorher eine florierende Marktwirtschaft hat, die sicherlich auch Übertreibungen, Ungerechtigkeiten hatte und so weiter. Aber das dann so runterwirtschaftet, dass man in so einem reichen Land seine eigene Bevölkerung nicht ernähren kann, dann ist das halt einfach ein Armutszeugnis und sollte allen denen, die von Sozialismus träumen, immer wieder die Augen öffnen, dass das nicht die Lösung ist. Sonst kommt die UN, das Kinderhilfswerk und muss. Nein, dann ist doch großartig, dass die UN hilft. Ja, aber es gäbe wirklich viele, viele andere Länder, die einfach dann unverschuldet in Not gekommen sind, wo es Hungersnöte gibt, keine Ahnung, in Afrika, die wirklich. Also das Geld wäre sicherlich woanders auch noch nötiger als im Land mit den größten Erdölreserven. Ja. Ja. Ach so. Aber
So, und dazu kommt ja dann noch die Unfreiheit des Systems, ja, die Unterdrückung, die Verfolgung der Opposition und so weiter und die angebliche Demokratie, die es dort gibt, wird einfach, erst stirbt der Markt in einem Land und dann stirbt auch die politische Freiheit. Das ist einfach so. Das stimmt. Und das gerade jetzt, ja, sollte man sich immer wieder bewusst machen. Genau. Das fand ich auch das Schöne an unserem Wochenendgast Sven Schmidt, den wir hatten bei AAA, wir hatten ja Samstag eine lange Folge und da sagte er zum Schluss nochmal wirklich, weil ja gerade auch nach dem Mietendeckel, da gab es ja ganz viele, die rauskamen und sagten, oh, da müssen wir jetzt ganz doll intervenieren. Auch viele dieser Digitalfreunde haben das gemacht. Das hat ihn besonders aufgeregt. Das fand ich wirklich gut, wie er sagte, Leute, der Staat hat noch nie irgendwie zu großem Wohlstand geführt und wenn die da anfangen, kommen die irgendwann auch in euren Bereich rein und spätestens dann werdet ihr feststellen, Interventionen sind nie das beste Mittel. Aber wir werden gleich diskutieren. Ich finde ja ganz den Wohnungsmarkt ganz frei laufen lassen, bin ich ja auch nicht der Ansicht. Aber ich habe natürlich Venezuela auch in diesem Zusammenhang jetzt heute nochmal mit ausgewählt. Ja, ne? Weil ja dann immer irgendwie die Frage kommt, was ist dann, welches Wirtschaftssystem brauchen wir? Und dann immer der Ruf nach Gleichheit, Brüderlichkeit kommt. Aber die soziale Marktwirtschaft nenne ich ja, das. Ich finde ja, bin der große Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Absolut, bin ich auch ein großer Fan davon, ja. Die Frage ist halt immer bloß, wie viel Markt und wie viel Umverteilung. Ja? Das ist halt dieses Wabonspiel, um das die Politik ringen muss, um das wir ringen müssen. Und da muss man halt irgendwo und das, was der Mietendeckel war, das war keine soziale Marktwirtschaft mehr. Ich bleib dabei, das war Sozialismus. So. Trotzdem aber sind wir schon bei dem Thema oder hast du noch was? Nicht. Ich hab noch einen Bär in der Woche. Mach das mal, bevor wir jetzt hier das Thema anreißen. Ne? Ja, aber das ist auf jeden Fall, wir kommen immer wieder zu diesem Thema. Ja, also mein Bär der Woche ist, es geht um Fußball und zwar haben ja 15 europäische Top-Vereine, darunter Juve, Man U, Man City, Barca, Real, Atletico, angekündigt, so eine eigene Superliga zu gründen als Konkurrenz zur Champions League und haben sogar ein Finanziell schon aufgehoben und gesagt, Mensch, wir haben auch schon jemanden, der da 3,2 Milliarden schon mal ausschüttet. Und dann sollten die Vereine, die da mitmachen, schon mal die 3,2 Milliarden einfach so kriegen, so upfront, so bevor überhaupt das erste Spiel ist, kriegen die das schon mal und so ein bisschen Kohle. Und was jetzt wirklich das Frustrierende, warum das mein Bär der Woche ist, ich habe ja nichts dagegen, dass auch im Fußball Geld verdient werden soll. Und jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, du bist doch RB Leipzig-Fan, gegen Kommerz im Fußball solltest du mal die Klappe hier halten. Aber das Problem an dieser Veranstaltung ist, da wird dieser Kommerzgedanke derart pervertiert, dass du am Ende wirklich nur noch wenige Top-Vereine hast, die dann die ganze Kohle kriegen und die anderen Vereine, die haben dann irgendwie gar nichts mehr. Und wovon lebt Fußball? Und Fußball lebt ja davon, dass es spannend ist, dass du mitfiebern kannst, dass nicht mehr der gleiche gewinnt. Und wenn du hier in Deutschland guckst, sieht man das ja auch schon, Bayern München wird wahrscheinlich zum 9. Mal in Folge deutscher Meister werden. München ist noch nicht mal bei der Initiative dabei. Und der Rummenigge hat sich sogar in die UEFA wählen lassen. Das ist lustig. Also die UEFA ist ja die Gegenveranstaltung, die jetzt auch gleich übrigens, die UEFA kam ja auch, der hat gesagt, nee, das darf nicht sein und haben dann auch gleich sich mit so einem anderen Finanzier zusammengetan, haben dann 6 Milliarden Euro schon mal rausgeholt und da wollen jetzt gleich sagen, wir wollen die Champions League auch ein bisschen pimpen. Und was heißt dann Champions League pimpen heißt dann, dass die 6 Milliarden genommen werden wahrscheinlich und auch irgendwo jemandem geschenkt werden. Ich finde, der Fußball wird irgendwann langweilig, wenn das Spiel zu ungleich wird. Und das sehen wir in Deutschland, wenn 9-mal der gleiche Meister wird, dann langweilt das. Wir haben das letztens, war ja der Seifert bei mir. Das wäre jetzt aber ein Argument für die Liga. So ist auch ein Argument für die Liga, aber du siehst ja in der Liga, was passiert. Für diese Superliga, aber dann wird es ja nicht mal, da sind ja die alle auf Augenhöhe und dann wird es ja spannend. Ja, aber du hast dann nur die europäischen, du hast aber keine nationale Liga mehr. Du hast dann irgendwie was dann irgendwie asiatische Zuschauer geil finden, wo die Chinesen ein Trikot kaufen und wo vielleicht Amerika das geil findet. Aber du willst ja für die nationalen Ligen wäre das der Horror. Entweder müsstest du die Top-Mannschaften ausschließen aus dem Verein, dann wäre es aber auch für Man U, Man City und für die nicht mehr gut, weil die verdienen in der Premier League so viel Geld, dass dann selbst 3,2 Milliarden von JP Morgan nichts nützen. Also das wäre für die, wäre das dann auch nicht kein gutes Geschäft mehr. Also wenn die ausgegeben werden. Oder aber wenn die da in ihrer Superliga so viel Kohle kriegen, dann würden die ihre nationalen Ligen total dominieren und es wäre wirklich langweilig. Und ich weiß noch, als wir letztens Fußball geguckt haben, der Seifert und ich, Bremen gegen RB Leipzig, das war ein so langweiliges Spiel, dass du irgendwann ausschaltest. Und dann denkst du dir, da willst du nicht mehr mitfiebern. Das ist einfach wirklich langweilig, wenn so große Größenunterschiede oder Klassenunterschiede zwischen den Mannschaften sind. Das ist in Deutschland jetzt schon relativ stark und das ist jetzt schon, was so den Meister anbetrifft, wirklich blöd. Und jeder gute
Spieler, den kriegen die Bayern. Und ich frage mich, warum muss das immer so sein? Jetzt werden sie wahrscheinlich auch noch irgendeinen guten Trainer irgendwo bekommen. Und man denkt sich so, ey, das ist einfach, das ist langweilig irgendwann. Und dann werden sich die Fans irgendwann, ja, irgendwann werden sie sagen, ach, muss ich dafür Geld ausgeben? Muss ich das noch machen? Und deswegen finde ich dieses ganze kommerzielle, das ist einfach zu viel. Das kommerzielle am Fußball. Nein, nicht, jetzt hat er, wenn das kommerzielle einfach dazu führt, dass du dann eine derartige Ungleichheit hast in den ganzen Ligen, dann ist es auch langweilig und dann willst du auch diesen Ligen nicht mehr folgen und dann ist es einfach, dann machst du einfach den Fußballgedanken komplett kaputt. Der Fußball hat immer noch was, wo du richtig Fans hast und wo du nicht nur irgendwie kommerzgetriebenen Kram hast. Und deswegen sage ich, dieser Vorstoß, meines Erachtens ist es auch kein wirklich ernst gemeint, sondern die wollen wahrscheinlich die UEFA unter Druck setzen, dass sie mehr Kohle von der Champions League kriegen und dass sie auch Geld von der Champions League kriegen, auch wenn sie sich nicht qualifizieren. Man weiß ja, das war ja auch eine Sache, dass sie sagten, wir wollen immer in dieser Superliga spielen und müssen uns dafür nicht qualifizieren. Aber gerade auch das Qualifizieren ist ja spannend. Wenn man sieht, das macht ja auch die deutsche Liga so spannend. Schafft es Dortmund noch in die Champions League zu kommen oder schaffen sie es nicht? Und wenn du wüsstest, sie sind auf jeden Fall da gesetzt, wie langweilig. Und das macht es ja wenigstens, wenn wir schon die Meisterschaft so unspannend haben, haben wir wenigstens solche Sachen oder haben Abstiegskampf. Das macht es ja auch noch spannend. Also daran merkt man, wenn alles gesetzt ist und nur die arrivierten Vereine die Kohle einstreichen, die ganzen guten Spieler immer nur dahin gehen, das würde langweilig und deswegen ist das mein Bär der Woche. Wenngleich vielleicht für Fußballaktien, die ja nicht so doll gelaufen ist, vielleicht ist jetzt eine goldene Ära für Fußballaktien, weil die jetzt mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich weiß es nicht, aber trotzdem Bär der Woche. Fußball. Ja. Maskenbildner hat mir heute erzählt, dass der Postillon gepostet hat, Schalke hat gehört, 250 Millionen garantiert, man kann nicht absteigen und Dortmund ist nicht dabei. Wir machen sofort mit. Ja, ganz genau. Das war lustig. Ja, ja, ganz genau. Es ist schöner, ja, großartig. Bin mir nicht sicher, ob sie da aufgenommen würden und ob sie die gleiche Kohle verdienen. Darum geht's ja. Es geht ja darum, eine Super League, nicht um irgendwie. Tja. Und Schalke hat wirklich, von Super League sind die so weit entfernt wie, weiß ich nicht, Berlin von einer gut regierten Stadt. Hast du übrigens diesen Vorstoß gesehen jetzt? Da können wir gleich zum Thema überschreiten. Dass jetzt für die Menschen, die in Berlin jetzt nachzahlen müssen, soll es einen Hilfsfonds geben, wo die Menschen sich dann einen zinslosen Kredit von der Stadt Berlin besorgen können, um ihre Miete nachzuzahlen, weil sie das ja nicht wissen konnten, dass sie gegebenenfalls das Gesetz nicht rechtens ist. Und das ist wo so, jeder Vermieter das in sein Schreiben rein. Und selbst der Senat hat es von Anfang an so gesagt, dass der aus. Mieter das Geld zurücklegen soll. Und jetzt sowas? Ja. Ey, come on. Aber, das ist Berlin. Das ist Berlin. Aber das zeigt halt einfach, dass dieser Mietendeckel, und ich muss einfach jetzt damit nochmal anfangen, weil es war einfach ja auch ein Thema, ein leidenschaftliches Thema von mir von Anfang an, als die ersten Pläne und die Gefahr davon schon mal auftrat. Und deswegen habe ich natürlich schon sehr gejubelt, ja, und natürlich auch als Vermieter in Berlin. Mein Mieter hat es übrigens verstanden, indem ich dann die Mieterhöhung geschickt habe, beziehungsweise die Schattenmiete, die ich im Vertrag vereinbart habe, als wirksam erklärt habe und so. Und er hat gesagt, ja, er kann jetzt zwar nicht mehr, kann nur noch Billingwein jetzt trinken, aber er freut sich, dass nur noch Billingwein. Es wieder ein Stück weit weniger auch, Kommunismus gibt. Ich glaube, er könnte sich auch teuren Wein leisten, würde ich vermuten. Aber musst du dir auch nachzahlen? Ja. Bist du auch noch Mieter oder hast du deine Wohnung schon gekauft? Ich habe meine Wohnung gekauft. Ja, und du musst das nicht mehr nachzahlen? Ich habe ja letztes Jahr die Chance genutzt, der Mietgesetzgebung, die mein Vermieter doch auch ein bisschen mürbe gemacht hat, aber er hätte wahrscheinlich sowieso verkauft. Aber ich habe dann im letzten Jahr die Wohnung, die ich bewohne, dann auch gekauft. Und musst du also nicht nachzahlen? Da muss ich nicht mehr nachzahlen. Ich muss ihn nur noch Zinsen zahlen. Ich hätte dir Franzbrötchen ausgegeben, wenn das jetzt gewesen wäre, um dich irgendwie zu stützen. Vielleicht gehe ich auch noch zum Stützungsort. Da kann ich leider jetzt nichts anmelden. Nein, nein. Also dein. Um mich geht es jetzt ausnahmsweise mal nicht. Aber ich meine, ich zahle seitdem ungefähr an Zinsen und ich habe die Wohnung auch voll finanziert, in die ich eingezogen bin, ungefähr die Hälfte dessen, was ich vorher an Miete bezahlt habe. So, also nicht ganz die Hälfte, aber so, es geht in diese Richtung und die Miete steigt ja immer weiter und deswegen ist es einfach. Nochmal zu diesem Vergleich. Natürlich zahlst du mit Zins und Tilgung dann wiederum wesentlich mehr. Aber wie gesagt, die Tilgung ist ja das, was dann in mein Eigentum kommt, was in mein Eigentum aufbaut. Ja. Und solange die Wohnung nicht im Wert sinkt, ist das dann einfach
ein gutes Geschäft letztendlich. So viel dazu. Aber nochmal, also jetzt nochmal. Jetzt wird nochmal gefeiert hier. Wir reden jetzt nicht um diese auch nur ums eigene, sondern es geht ja wirklich um das Gesamtgesellschaftliche. Was ist gut wirklich für eine Gesellschaft? Und dieser Mietendeckel, der war es definitiv nicht. Und deswegen ist es gut, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt einfach gesagt hat, dass der Mietendeckel nichtig ist. Sie haben aber es nur damit begründet, wer es nicht mitgekriegt hat, weil der Bund für das Mietrecht zuständig ist. Sie haben nicht in der Sache entschieden, ja, und nicht die Sache selber an der Verfassung überprüft. All das, was jetzt in diesem Landesgesetz festgelegt worden ist an Mietobergrenzen und dergleichen Mietabsenkungen, die man machen musste in bestehenden Mietverträgen teilweise. All diese Schikanen und diese versuchten Teilenteignungen von Vermietern, all das ist für nichtig erklärt worden und damit gilt im Prinzip die vorherige Rechtslage wieder. Dein alter Mietvertrag gilt, dein alter Staffelmietvertrag, du kannst selbst wieder möbliert vermieten, all die Dinge gelten wieder. Ja? Und es gilt wieder das Bundesgesetz und damit haben sie es ja im Wesentlichen begründet, dass sie gesagt haben, der Bund hat die Zuständigkeit für dieses Gesetz und sie haben aber auch gesagt, und der Bund hat diese Zuständigkeit auch wahrgenommen, weil er ja eine Mietpreisbremse eingeführt hat im Jahr 2015, die ja auch ein sehr starker Eingriff in das Mietrecht ist und die ja sehr, sehr viel regelt. Und deswegen hat er seine Gesetzgebungskompetenz hier auch wahrgenommen. Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür, dass dann ein Land wie das Land Berlin ausschert und sein eigenes Süppchen kocht. So, und jetzt sind im Prinzip alle verarscht. Man muss einfach sagen, dieser rot-rot-grüne Senat hat einfach nur einen Scherbenhaufen hinterlassen und er ist sehenden Auges da reingerast, weil im Prinzip haben fast alle gesagt, dass das Ding verfassungswidrig ist. Aber sie wollten es einfach durchziehen aus politischen Gründen. Sie wollten den Wählern irgendwas hinhalten, eine Karotte hinhalten und sagen, ha, schau mal, was wir hier Tolles machen hier, wenn wir nur rot-rot-grün wählst. Ja, irgendwelche Versprechungen, Freibier für alle versprechen, das ist so unseriös. Und das finde ich, das ist Schlimme an der Politik, wenn sie sowas macht, ja. Solche unüberlebten Experimente, wirklich ein lebend Experiment mit den Berliner Bewohnern, mit den vor allem Berliner Mieterinnen und Mietern, ja. Und die waren jetzt die Kaninchen und jetzt Edge-Badge hat halt nicht funktioniert. Aber sehenden Auges hat man das gemacht. Und jetzt ist der Schaden einfach groß. Die Mieterinnen und Mieter, die zurückbezahlen müssen, die es eben dann vielleicht doch nicht zur Seite gelegt haben, jetzt gerade in Corona-Zeiten, ist ja auch verständlich, dass es da vielleicht bei manchen wirklich knapp ist, ja, der irgendwie freischaffender ist und sein Einkommen verloren hat. Also finde ich es ja letztendlich auch gut, dass man dann einen Fonds einrichtet und sagt, okay, dann hilft man auch, wenn wirklich die Not da ist. Aber man hat das wirklich sehenden Auges. Man spielt die Gesellschaft gegeneinander aus, ihre Leute rennen wieder auf die Straßen und protestieren gegen die Vermieter, und man spielt beide Parteien gegeneinander noch mehr aus, verhärtet die Fronten noch mehr und das alles hätte nicht sein müssen, man hätte ganz andere Lösungen suchen müssen und finden müssen, weil letztendlich geht es immer noch darum, dass um einen Markt wieder einigermaßen in Einklang zu bringen, muss man letztendlich Angebot und Nachfrage in Einklang bringen und dann fangen sich auch die Preise wieder einigermaßen und das hat einfach der Senat verpasst, er hat keine sozialen Miete, Wohnungsbau vernachlässigt, er hat es vor allem auch vernachlässigt, genug Baugenehmigungen auszuweisen und dergleichen. So, und wenn der Senat, die haben hunderte von Mitarbeitern zur Überwachung des Mietendeckels eingestellt, ja, wenn sie jetzt damit beginnen, die vielleicht in die Baubehörden zu schieben, um dann zügig Bauanträge abzuarbeiten, dann wäre das viel mehr eine Lösung des Problems als alles andere, weil de facto hat ja der Mietendeckel dazu geführt, eben, er hat ja vor allem den Mieterinnen und Mietern geschadet, weil einfach viel weniger Angebot dann auf den Markt gekommen ist. Um ein Drittel sind die Angebote an den Mietwohnungen in den regulierten Bereichen, also bis Baujahr 2014, darüber hinaus war ja Neubauten und so weiter, gab es ja keinen Mietendeckel, gesunken und alle, die neu in die Stadt kamen, umziehen wollten und so weiter, hatten wirklich ganz, ganz schwierige Chancen. Die Anzahl der Bewerber, die hat sich fast verdoppelt bei Inseraten, bis ihr selber gemerkt, die rennen dir wirklich die Bude ein und das ist war einfach ein Unding und eine totale Verzerrung des Marktes und da hat einfach Berlin den vollkommen falschen Weg eingeschlagen und jetzt finde ich halt das Skandalöse, dass jetzt wieder die ganzen Genossen kommen und allen voran Kevin Kühnert, wir erinnern uns, der ja auch schon mal BMW verstaatlichen
wollte, der jetzt wieder schreibt, wir brauchen jetzt natürlich einen Mietendeckel auf Bundesebene und das ist meiner Meinung nach komplett der Weg in die Irre und wir brauchen einen ganz anderen Weg, einen marktwirtschaftlicheren Weg. Wie sollte er aussehen? Kann ich auch noch, ich dachte, ich lasse dich jetzt mal zu Wort kommen, weil ich schon so lange zu geredet habe, aber ich kann auch noch gerne ein paar Punkte sagen, wo ich sagen würde, was man machen sollte. Also auf jeden Fall Entschlackung der Bauvorschriften. Dann, wir brauchen zusätzliche Bauflächen in einer Stadt wie Berlin. Die alte Geschichte vom Tempelhofer Feld, wo es ja auch ein Volksbegehren und ein Volksentscheid gab, ungefähr aus dem gleichen Klientel, die jetzt dann wieder Deutsche Wohnen enteignen wollen, die aber gesagt haben, das Tempelhofer Feld aber bitte darf nicht bebaut werden. Auch noch nicht mal eine Randbebauung. Da könnte man 300.000 Wohnungen bauen. Ja, man muss halt in der Stadt auch dann Bauland ausweisen. Man braucht schnellere Genehmigungsverfahren und wie gesagt, die Leute, die anstatt den Mietendeckel zu kontrollieren und sozialistische Polizei zu spielen, sollten einfach mal zügig Baugenehmigungen abarbeiten. Man muss einfach mehr ausbauen, man muss aufstocken, wo es geht. Man braucht kreative Lösungen und man kann auch Wege gehen. Hamburg ist ein Weg gegangen, der auch oft als Vorbild genannt wird. Damals noch unter Olaf Scholz. Da haben sie gesagt, okay, lieber Investor, wenn du hier was bauen willst, dann musst du ein Drittel an Sozialwohnungen bauen. Und die musst du finanzieren. Und die werden dann eben, und dann schaffe ich auch eine Durchmischung von Wohngebieten. Solche Ideen, aber man muss die Bauwirtschaft mitnehmen. Und das haben die gemacht damals in Hamburg, indem sie sich mit der Wohnungswirtschaft an einen Tisch gesetzt haben und sagen, okay, was wollt ihr von uns? Die haben gesagt, wir brauchen viel zügigere Genehmigungen und gerade bei Großprojekten und so weiter. Und seitdem gibt es da dann so ein Gremium, das sich dann einmal in der Woche trifft, wo dann auch wirklich so Streitfälle und Problemfälle dann diskutiert werden und schnell zu Entscheidungen gebracht werden, gerade bei Großprojekten. Und auf der anderen Seite eben diese Drittellösung, dass man sagt, okay, du musst ja eben einen gewissen Anteil dann an Sozialwohnungen bauen, damit eben auch eine soziale Vermischung da ist. Auch nicht der Idealweg, weil dadurch natürlich die anderen Wohnungen wieder teurer werden und hast du irgendwie dann noch eine größere Schere am Ende. In der Hafen City war es dann wohl so, dass da irgendwie dann nur noch Luxuswohnungen oder halt Sozialwohnungen sind und dann sozusagen die Mittelschicht dann da auch nicht mehr zum Zuge kommt. All das sind Ideen, aber letztendlich, ich finde, man muss hier auch den Mut haben, mehr Markt zu haben und mehr marktwirtschaftliche Steuerung, damit eben nicht nur der Mietendeckel und diese ganzen Mietbremsen sorgen ja dafür, dass Leute gar nicht mehr aus ihren Wohnungen rausgehen, dass eine Oma halt, weil sie einfach diese super billige Miete hat, dann in ihrer Dreizimmerwohnung bleibt, ja, und die nicht frei macht für eine Familie, die dringender gebrauchen könnte. Und wenn da ein Anreiz da wäre, dass die, aber wenn es sich für die halt nicht rentiert ist, umzuziehen, weil sie eine super billige Miete seit allen Zeiten hat, ja, also da auch ein bisschen mehr Marktanreize wären da und man muss ja sagen, der Mieter ist ja in Deutschland extrem geschützt für Mieterhöhungen, es gibt die Mietpreisbremse, es gibt, du kannst die Miete einfach nicht leichterdings schnell erhöhen, sondern es gibt Mietspiegel und dergleichen, du kannst in 3 Jahren nur um 15% die Miete erhöhen, wenn du niedrige Miete hast, bist du in Bestandswohnungen schon sehr, sehr geschützt und also es ist nicht so, dass wir hier einen kapitalistischen Mietmarkt haben. So. Aber ein bisschen mehr Markt und vor allem dann nochmal Förderung von Eigentum, das wäre auf jeden Fall auch meine Idee, was ich schon oft gesagt habe, dass man wirklich für den Erwerb von Eigentum als Staat sich auch stark macht und die Erwerbsteuern da einfach zumindest mal erlässt für die erste Immobilie, Maklerkosten senkt und vielleicht auch Notarkosten ein bisschen senken kann, dann werden auch die Nebenkosten dann günstiger. Das wären so. Dann könnte man natürlich Blockchain machen, dann wäre das viel einfacher, wäre das günstiger. Siehst du, haben wir sogar eine Anwendung für diese wunderbare Blockchain. Aber es wird noch ein bisschen dauern, ja. Gut, dann würde ich vielleicht sagen, warum sind wir überhaupt in diese Situation gekommen? Und das ist für mich das erste Problem, dass nämlich Mieten, also Wohnungen sowieso und auch Mieten sind wesentlich stärker gestiegen als Einkommen. Und wenn Mieten und sogar noch Kaufpreise wesentlich stärker steigen als Einkommen, dann passiert halt irgendwas. Und das ist halt immer ein sehr soziales Ding. Man kann jetzt sagen, bei Aktien ist es ja so, wenn Aktien steigen, du brauchst eine Aktie nicht, um zu leben. Du musst keine Amazon-Aktie essen, du musst auch nicht in Amazon leben. Aber bei Mietwohnungen ist es so. Und das ist, was ein großes Problem dieser Marktwirtschaft ist, oder was wir jetzt da gerade erleben, ist, dass wir halt ja ganz viele renditeorientierte Anleger suchen und die haben ja sagen sich, die nehmen die Immobilie, wir haben zu viel Geld, die auf dem Markt ist und die einfach nach dieser Rendite sucht und die einfach damit auch spekuliert und die Mietwohnung
ist halt auch nicht so eine, oder insgesamt, Wohnungen sind halt nicht so ein einfaches, bewegliches Gut wie Aktien. Wenn du eine Aktienspekulation hast, kommen halt immer mehr Unternehmen an die Börse, dann gibt es halt den Spec-Boom und sonst wie. Und bei Wohnungen funktioniert das halt nicht in dieser Sache, weil Immobilien sind, das heißt ja schon, Immobilie und unbewegliches Gut. Bevor du eine Immobilie gebaut hast, das dauert halt eine Weile. Und jetzt sagst du lieber immer, muss bauen. Aber das Problem ist, wenn du die Spekulation dabei hast bei diesem ganzen Wohnungsmarkt. Da gibt es eine Geschichte, hat mir der Kollege Fabricius erzählt, am Engelbecken in Berlin, das ist Köpenicker Straße, das ist da, weiß ich, wer in Berlin ist, der kennt das. Da gibt es ein Grundstück, da ist eine Baugenehmigung schon seit 3 Jahren da. Und das hat derjenige für 30 Millionen gekauft. Und jetzt wird das gleiche Grundstück für 90 Millionen weiter verkauft. Und dann werden Wohnungen draufgebaut. Und diese Wohnung wird sich nie ein normaler Mensch mehr leisten können, weil einer das Grundstück, was mal 30 Millionen kostet, jetzt 90 Millionen kostet, ist es so. Und in ganz vielen Gebieten Deutschlands erlebst du, dass derjenige, der sich Grund und Boden gekauft hat, gar keinen Anreiz hat, jetzt schnell was irgendwie Wohnung zu bauen, sondern lässt es lieber ein bisschen noch leer stehen, buddelt ein bisschen, damit es so aussieht, aber was macht, weil du halt dieses spekulative Element drin hast. Und dieser Wohnungsmarkt in Deutschland, das ist halt wirklich dieses billige Geld, was wir von den Notenbanken haben. Sollst du hier sagen, Notenbanken, jetzt können wir die klassische Leier von dir. Ja, ist es. Aber das ist halt wirklich ein Problem, warum du nicht einen klassischen Marktwirtschaft da laufen lassen kannst. Ich habe mal im Studium gelernt, Marktversagen, also ein Staat sollte nur dann wirklich eingreifen, wenn Marktversagen vorliegt. Also wenn so ein klassischer Marktmechanismus als Angebot und Nachfrage nicht mehr zu den wünschenswerten, volkswirtschaftlich wünschenswerten Ergebnissen führt. Und genau das erleben wir halt gerade, weil dieses Angebot, du kannst gar nicht so viel bauen, wie du gerade Geld hast. Und das Zweite ist, du hast ein spekulatives Element drin. Und jetzt musst du halt irgendwas überlegen, wie du es machst. Du hast ja eine Idee schon vorgeschlagen, das war Hamburg. Und du musst dann halt Grundstücke bevorzugt an nicht renditeorientierte Akteure geben. Also wenn du an Wohnungsgenossenschaften das gibst. Das haben beispielsweise im Ruhrgebiet, die ganze Werkswohnung im Ruhrgebiet, die basieren ja genau auf dieser Idee, dass du halt nicht einfach sagst, ich nehme jetzt einen Grund und Boden, was der Stadt gehört und sag, jetzt kriegt der meisten dafür gibt, der kriegt das. Und es wäre halt wirklich besser, wenn man nicht so renditeorientierte Geschichten draus macht. Und das wäre halt wirklich eine viel intelligentere Sache, dann müsste man gucken, wenn du jetzt sagst, man muss mehr Baugenehmigung geben, dass du wirklich den Leuten, denen du eine Baugenehmigung gibst, und da Fabricius hat dann auch so eine schöne Grafik gemacht, wo du siehst, was es für einen Bauüberhang gibt. Es gibt viel mehr Baugenehmigungen als überhaupt Bauten. Und das liegt halt daran, dass die Leute das einfach brach liegen lassen und nichts damit machen. Und viele einfach denken, oh, spekuliere ich halt mit. Das ist für mich viel lohnenswerter, als anzufangen zu bauen. Und deswegen musst du auch das unterbinden. Du musst halt irgendwie gucken, dass wer eine Baugenehmigung bekommt, dass er den Grund und Boden wieder weggenommen bekommt oder wieder verkaufen muss zu dem Preis, wenn er halt da nicht baut. Das sind auch so Sachen, die man angucken muss. Deswegen finde ich, rein marktwirtschaftlich das zu lösen, glaube ich, wird nicht funktionieren, weil bauen geht A nicht so schnell und B, wenn du renditeorientiert baust, dann hast du eine ganz komische Wohnungsstruktur und dann hast du nicht die Wohnung, die du möglicherweise haben willst, und dann hast du halt, musst halt schon sagen, so Boden- und Preisspekulation, das ist halt, entsteht überhaupt kein Mehrwert. Und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, beispielsweise in Leipzig, in meiner geliebten Heimatstadt, da sind 90% der vermieteten Eigentumswohnungen, die es da gibt, die haben irgendwelche Münchner sich gekauft. Und wenn der jetzt jemand in Leipzig wohnt und wenn da die Mieten alle erhöht werden, was passiert dann? Dann fließt die ganze Kohle aus Leipzig weg, aber nicht irgendwie zu Vermietern in Leipzig, die damit dann irgendwie ein boomendes Leipzig aufbauen, sondern irgendwie nach München, nach Hamburg, zu irgendwelchen reichen Leuten, die dann irgendwie sich ein schönes Leben machen. Und der Leipziger sitzt dann da fließt die Kohle ab und der hat dann nichts davon. Und das sind so Sachen, das funktioniert. Also wenn du rein dieses rein renditeorientierte Projekt machst, das funktioniert halt so nicht. Und da würde ich sagen, da muss man irgendwie versuchen anzusetzen, dass man wirklich Bauland ausweist und das dann wirklich bevorzugt an A, nicht renditeorientiert und an A und auch noch Leute, die da wohnen und die sich da ansiedeln wollen und denen dann auch den Vortritt gibt und nicht irgendwie sagt, oh, da kommt noch Spekulant X oder Spekulant Y und macht damit was. Und deswegen finde ich, ist das, ja, meines Erachtens der Weg, den man da gehen muss, dass man das nicht rein marktwirtschaftlich vergibt, sondern dass man mit den Beteiligten, die vor Ort sind und mit den Wohnungsbaugesellschaften oder auch mit Leuten, die da vor Ort wohnen, das machen sollte und dann auch aufpasst, dass es nicht sowas wie Köpenicker Straße
mit so Spekulationen gibt, wo nichts entsteht, sondern nur einfach die Spekulation blüht auf der Wiese. Und das wäre meine Idee. Da bin ich ja in vielen Punkten auch bei dir. Also ich bin da auch wirklich, man kann es nicht komplett dem Markt überlassen. Das ist vollkommen richtig, weil Wohnen ist ein soziales Gut. Das muss schon irgendwie reguliert werden. Das ist, die Frage ist halt bloß, wie viel Markt und wie viel Eingriff. Und das war, was der Mietendeckel gemacht hat, das war einfach ein zu starker Eingriff. Ohne, da sind wir uns ja einig. Ja, da ohne, dass man irgendwas Positives bewirkt hat. Ja, und in die Gegenrichtung muss man gehen. Bei deiner Idee mit der Baupreisbeschränkung bzw. Bauland-Regulierung, da bin ich auch absolut bei dir. Ich glaube, die Grünen sogar, das macht man ja in Tübingen. Stimmt, in Grün ist es Boris mit Palmer hat es ja in Grün, ja. In Tübingen eigentlich angeschoben. Und ich glaube, die Grünen haben es auch dann in ihr Wahlprogramm reingeschrieben, dass man eben eine Baupflicht dann für Bauland, also sowohl für genehmigtes als auch für ausgewiesenes Bauland schon. Du musst noch nicht mal eine Baugenehmigung haben, sondern einfach für ausgewiesenes Bauland, dass du sagst, du musst innerhalb einer gewissen Frist, musst du da auch bauen und kannst nicht dieses Grundstück, entweder aus Spekulationsgründen oder weil du sagst, das soll in 20 Jahren dann mal meine Tochter ihr Häuschen hinbauen, liegen lassen, sondern du hast eine Bebauungspflicht. Und das wäre ein Teil, um das Problem zu lösen. Aber wie gesagt, da muss man auch schon aber auch Baugrundstücke ausweisen. Und wenn man in Berlin eben sich dagegen sträubt und dann nicht hinterherkommt, und dann ist es auch keine Lösung. So. Und dann wird die Spekulation dadurch ja noch verstärkt, wenn der Senat zu wenig Bauland und dergleichen ausweist. So. Eins noch zu den enorm gestiegenen Mieten, da habe ich neulich jetzt auch eine Zahl gehört, dass wenn man muss ja wirklich fairerweise die Bestandsmiete anschauen. Die Leute, die in Bestandswohnungen sind, die sind nicht so rasant gestiegen durch eben auch die Regulierung und die Bestandsmieten in Berlin, die sind von 2010 bis 2018 nur um 29% gestiegen auf im Schnitt 6,72 Euro im Jahr 2018. Und so recht weit davon entfernt sind wir heute auch nicht. Jährlich 3,2% Steigerung war das. Mehr als die Inflation. Mehr als die verfügbaren Löhne. Du musst halt immer sehen, die Einkommen sind schneller gewachsen in dieser Stadt. Die Durchschnittseinkommen sind schneller gewachsen. Aber wenn du jetzt Berlin ist halt, man muss halt einfach sehen, Berlin ist einfach, ist reicher geworden und ist einfach, und das treibt halt einfach auch die Preise. Ja? Berlin ist nicht mehr arm, aber sexy. Es ist noch sexy, aber es ist viel reicher geworden. Es sind hier die Startups, die hierher gekommen sind, beziehungsweise hier aufgebaut wurden, und viele auch Gutverdiener, die hergezogen sind. Und es ist, wandelt sich radikal, diese Stadt. Und das spiegelt sich dann einfach auch auf dem Wohnungsmarkt nieder. Ja, das kann man ignorieren oder nicht sehen wollen, aber es ist einfach so. Und das ist auch das Wesen der Stadt. Und immer die Leute, die sagen, ja, wir dürfen keine Gentrifizierung zulassen. Aber das Wesen einer Stadt ist doch, dass es sich ständig verändert. Ja? Und nicht, dass das alles total festbetoniert ist, weil sonst hätten wir eben Ost-Berlin immer noch die verfallenen Häuser da stehen, sondern dass es sich verändert. Und und natürlich, wie gesagt, ein paar kluge Ideen könnte man haben, wie mit der Baulandgeschichte. Das finde ich gut. Und ansonsten muss man halt dann einfach auch mit Wohngeld noch eher helfen, als immer nur zu regulieren. Aber wenn man Investoren meint, komplett verprellen zu müssen, ja, durch Regulierung, dann wird einfach nicht mehr gebaut werden. Das ist einfach das Problem. Und dann ist das Problem, wenn du halt dann bei Vermietungen die doppelte oder mehrfache Anzahl von Interessenten hast, dann nutzt das ja auch keinem sozial Schwachen, bloß weil jetzt der Mietpreis vielleicht gefallen ist. Dann wird der Vermieter, nimmt ja immer denjenigen, der den besten Gehaltscheck vorweisen kann, weil er da am ehesten sicher sein kann, dass er seine Miete bezahlt. Ja? Es wird immer der solventeste Mieter letztendlich dann die Wohnung bekommen in der Regel und nicht in der sozial Schwache. Das ist keinem nicht genutzt und es bringt keine soziale Durchmischung. Aber ich finde schon, so, was ich glaube schon finde, dass du eine Mietpreisbremse, solange du noch nicht, zumindest diese Ausnahmesituation, wie wir sie jetzt haben, mit wirklich der wahnsinnigen Geldflut, mit dem wahnsinnigen Spekulationen und mit dem wahnsinnigen mit dem wahnsinnigen Immobilienpreisen, die nach oben gehen. Da glaube ich schon, dass wir sowas wie eine Mietpreisbremse durchaus Mietpreisbremse bin ich auch wirklich. Dass da wirklich das, auch das Verfassungsgericht bestätigt. Genau. Die haben wir ja, die ist gültig. Genau. Die und das sollte man aber auch belassen. Und ich finde, und das finde ich auch, aber das ist wirklich auch das Höchste, was man eingriffen. Aber das ist auch irgendwie, da kannst du noch 10% über den Mietspiegel, kannst du die Miete ansetzen. Aber es ist begrenzt bei Neuvermietungen, aber auch bei Mieterhöhungen. Das ist irgendwo ein Rahmen, der gesetzt wird. Ja. Und das Problem zum Beispiel in Berlin ist ja auch, dass der Mietpreis
die Mietpreisbremse oft nicht eingehalten wird von Vermietern. So, und da muss man aber auch sagen, da muss sich der Vermieter jetzt auch wirklich, der Mieter muss sich dagegen wehren. Und das kann er jetzt auch viel besser. Er kann einfach seinen Vermieter rügen und sagen, du verstößt hier mit dieser Miete gegen, das kann man ganz einfach ausrechnen, ob das jetzt eine zulässige Miete ist oder nicht. Da braucht man auch noch nicht mal diese ganzen Rechtsanwaltsdinger in Anspruch nehmen, aber das, wer das will, kann das auch machen. Aber gibt es ja auch so Internetportale, wo man da kostenlos das Hilfe bekommt und die nehmen halt einen Anteil dann der rückgeforderten Miete. Aber man kann es auch ganz einfach selbst machen, so, weil es ganz einfach, das sollte man tun. Ja, ich finde, Recht muss auch Recht sein und muss eingehalten werden. Da muss sich jeder Seite dran halten. Und aber das ist schon mal ein sehr wirksames Mittel. Und klar, aber Mietabsenkung und dergleichen, das geht gut, dann das will ich jetzt auch nicht. Weit. Aber auf jeden Fall gut. Da sind wir uns ja einig, dass es gewisse Grenzen gibt, dass da nicht die reine Marktwirtschaft laufen kann. Sind wir eigentlich relativ uns einig? Wir sind eigentlich relativ einig. Jetzt haben wir gar keine Wette. Wetten haben wir heute irgendwas? Keine Wette. Komm, wir machen noch eine Bitcoin-Wette hinten dran. Ich guck mal, wo der Bitcoin gerade steht. Haben wir schon mal eine Bitcoin-Wette heute? Ja, gut. Aber wir machen heute mal eine Bitcoin-Wette. Ja, gut, Bitcoin ja steht gerade bei 55.900. So, was der sagen war bei 65.000 vor letzte Woche. Ja, und ja, aber die, der wird am Jahresende, der wird im Jahresende auf Allzeithoch stehen. Ja, wie? Ein bisschen was Ehrgeiziges für ein Bitcoin musst du schon bringen. Gut, sagen wir 70.000. 70.000 am Jahresende, okay, das wäre von heute. Jahresende 70.000. Das wären 15.000 okay. Mehr, das sind 30%. Ist angenommen, ja, okay. Gut, da haben wir noch eine Wette hinten dran. So, jetzt müssen wir unsere Hoodies so, noch. Unsere Hoodies nochmal jetzt hier. Ja, das geht das nicht so schnell, geht hier so, nichts. Ja. Auch wenn wir das Wohnungsthema auch wahrscheinlich noch nicht befriedigend für alle diskutieren konnten. Ja. Wir haben einfach hier auch limitierte Zeit. Ja. So, aber wir bleiben auch an diesem Thema dran. Das stimmt. Und Philipp vom Zürich, das will ich noch kurz sagen, was der gesagt hat, wie wir es hätten machen müssen. Wir hätten so einen Word-Counter machen sollen. Wir hätten fragen sollen, was sind die am meisten benutzten Phrasen, weil das kannst du nicht so einfach nachhören. Danach hätten wir rausfinden können, ob Menschen das gehört haben. Also Wasser in den Wein kippen oder Sozialismus oder so. Wir hatten ja dieses Bullshit-Bingo, das uns ja Hörer geschickt haben. So hätten wir es machen können. Wer die meisten Phrasen bringt, soll das machen. Oder Lieblingsfußballverein, aber das haben wir zu oft schon gesagt. Das wäre zu einfach. Ja, wer die meisten Phrasen bringt, die definitiv hier angesprochen wurden. Das ist doch eine gute Idee. Wollen wir jetzt nochmal ändern? Ja, wir haben es ja noch nicht kommuniziert, die Idee. Ja? Gut, also Philipp vom Zürichsee, gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Komm, das machen wir. Also, wir haben drei Hoodies zu verlosen. Genau. Und derjenige, der, es müssen anerkannte Defner und Chapitz-Phrasen sein. So, wir beide sind in der Jury, wir wissen ja, was wir so verwenden, was nicht. So ist es. Ja? Genau. Das ist eine gute Idee. Und das müssen wir dann schreiben an wirtschaftspodcast.de unter Hoodie. Stichwort Hoodie. Nicht irgendwas anderes dazu. Oder ich will oder ich will nicht. Stichwort oder keine Hoodie, Ahnung. Ja. Genau. Insgesamt drei Stück haben wir zu vergeben. Ja, genau. Und irgendwann gibt es dann auch die Idee, wo man die erwerben kann. Aber die ist noch nicht geboren. Die müssen wir auch noch ein bisschen warten. Ja, so ist es. Okay. Dann haben wir doch eine super Idee, oder? Eine super Idee war das, ja. Und da hat noch jemand geschrieben, eure Ferienorte, welche ihr besucht habt. Das könnte man natürlich auch. Das war auch mal eine Idee. Oh Gott, aber da müssen wir nur bei Instagram gucken. Dann sieht man dann den Defner da, wie er da irgendwie am Berg steht. Wir erinnern uns. Die großen Reisen habe ich ja vor der Instagram-Zeit gemacht. Ich habe ja auch als einen Bruchteil davon erzählt. Stimmt. Ich habe nämlich die Welt wahrlich umrundet. Ja? Und das ist auch gut für Investoren, finde ich. Man kriegt einfach... Myanmar warst du auch schon. Ja. Und man kriegt da wirklich... Man wird einfach wirklich auch demütig, wenn man das Leid in anderen Ländern sieht. Und dann sieht man, wie gut es uns allen geht. Ja? Also das muss man sagen, ja, in diesem Land. Ja, egal, ob man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger verdient. Ja, das ist, wir können alle wirklich nicht meckern und nicht jammern. Und immer wieder dankbar sein, finde ich. Das ist auch so ein schönes Schlusswort. Das ist fast so wie beim Marc-Friedrich-Buch die größte Chance aller Zeiten. Der Defner weiß es auch. Super, man muss zum Schluss immer ein bisschen Pathos noch verstreuen. Naja, so, was meine ich ehrlich. Genug des Pathos. Jetzt kommt nicht der Chef hier von Axel Springer, der will hier seinen Podcast aufnehmen und auch der Kollege Seifer, der ja dem Chef dient, der wird dann auch der hier Diener sein. Der Diener des Chefs. Ja, der Diener des Chefs, die werden jetzt hier beide gleich aufschlagen. Ja, ja. Und wenn hier diese schöne Galerie sehen mit unseren Podcasts, die hier alle gemacht werden bei Welt und die entstehen und wenn auch nicht die wunderbare Triple-A-Folge vom Wochenende mit dem Schnitt gehört hat, der muss es unbedingt hören, natürlich alles auf Aktien sowieso. Damit hätten wir die Welt umrundet, auch die Welt von Welt und sagen wie immer Tschüss und Ciao. Bleib Bulle und Bär und Chapitz. We'll be right back.